Manchmal ist es Topf, manchmal nicht. Erstmal hallo. Ich bin der Rana von der Sozialistischen Gruppe. Und ich bin die Susanne von der Sozialistischen Gruppe. Und wir wollten heute eine kleine Diskussionsrunde über die Europäische Union anregen. Es wird heute so sein, dass wir relativ viel erzählen werden, weil es bei dem Gegenstand einfach notwendig ist, dass wir die Behauptungen, die wir aufstellen wollen, auch ein bisschen beweisen, wofür man schon ein bisschen ausgreifen muss. Insofern kann es auch sein, dass wir das Thema halt gar nicht abschließend behandeln werden können. Wir haben für den Fall oder in jedem Fall in der nächsten Woche wieder am Donnerstag, dann aber nicht in der Villa Leon, sondern im Nachbarschaftshaus Gostenhof in der Adam-Klein-Straße einen Raum reserviert, der nicht so groß ist wie hier, aber auch relativ groß und wo es dann durchaus sein kann, dass wir den Vortrag und die Diskussion fortsetzen werden und die Argumente noch nachholen oder Argumente, die in der Diskussion heute nicht abschließend behandelt werden konnten, weiter mit den jeweiligen Leuten bereden wird. Um 19.30 Uhr am Donnerstag. Gut, die Europäische Union ist ja insgesamt sehr in den Schlagzeilen und zwar immer unter dem Gesichtspunkt in Zeitungen, auch wie die Politiker sich äußern, dass man sich große Sorgen machen muss, weil der Zusammenhalt die Fortexistenz der Gemeinschaft bedroht ist. Da werden zwei Gefahren angeführt. Einmal diejenige, dass es von innen eine Europamüdigkeit gibt, weil man einerseits Europa nicht gut genug gepflegt hat, andererseits nationalistische Tendenzen unterwegs sind und weil zweitens von außen, von großen Mächten, von Russland, von China, von Trump Gefahren drohen, die sich auf die, ja, auf diese Unzufriedenheit, die in der EU schon vorhanden ist, draufstürzen und einen Spalt da reintreiben. Ihr werdet sicher schon gemerkt haben, dass unsere Überschrift sich unter dem Gesichtspunkt dem Thema überhaupt nicht widmen will. Wir haben uns ja auch die Überschrift getraut, dass Europa ein Konkurrenzprojekt ist. Und das soll eigentlich jetzt das Thema sein, dass wir das beweisen wollen, dass wir uns nicht dem Common Sense anschließen wollen. Europa ist eine tolle Sache, wo jeder Bürger sich gleich so angesprochen sehen soll, dass er sich dieselben Sorgen macht, wie sie Politik und die großen Zeitungen immer lancieren. Die ersten Sachen, an denen ich das klar machen will, sind mal die drei großen Pluspunkte, die in allen Für- und Wider-EU-Diskussionen immer angeführt werden. Das ist einmal das Argument Frieden. Seit über 70 Jahren verdanken wir der Europäischen Union. Das zweite Argument ist, in der EU ist endlich mal eine Zusammenarbeit zwischen den Nationen statt des alten bösen Nationalismus unterwegs. Und das dritte Argument ist, die EU bringt doch allen Ländern und allen Völkern, also uns allen, Wohlstand. Jetzt zum Ersten, zu der Sache mit dem Frieden. Macron war irgendwann in der Provinz und hat mit seinen Landsleuten geredet. Und da hat ein Landsmann sich doch erdreistet, zu Macron zu sagen, also er hält nicht besonders viel von der Europäischen Union, weil er hat feststellen müssen, dass in den letzten Jahren in seiner Stammkneipe, was er da so an Getränken konsumiert, doch einen ganz explosiven Preisauftrieb hätte und er das der EU zuschreibt. Jetzt ist die Antwort, die der Macron gegeben hat, sehr bemerkenswert. Die hat sich überhaupt nicht bezogen auf, wird alles teurer, stimmt es, warum wird es teuer. Der hat es einfach weggeschoben, was der Mann gesagt hat und hat ihm entgegnet, er sieht es ganz falsch, er soll doch überhaupt mal froh sein, dass seit 72 Jahren Frieden in Europa ist.
Da muss man sagen, das Argument ist eine Frechheit, ja. Kommt jemand an mit Unzufriedenheiten, die über dieses Projekt geäußert wird, wird es beantwortet mit einem Totschlägerargument in der Form, stell dir mal gleich das Allerschlimmste vor, was uns allen passieren kann, nämlich Krieg. Und dazu ist doch die Europäische Union das Gegenbild. Hier ist doch Frieden, also haltet die Klappe und alle Unzufriedenheit, die man so im Leben ertragen muss, darf nicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt werden. Das ist ziemlich dreist. Zweitens, noch ein Argument zu dem Frieden. Was auch ziemlich bloßstellend ist, wenn es stimmt, was Macron sagt, seid froh, dass es die Europäische Union gibt mit dem Frieden. Wenn es stimmt, was auch schon unser alter Altkanzler Helmut Kohl gesagt hat, der hat sich nämlich immer geäußert in der Form, der Europa und der Euro sind eine Frage von Krieg und Frieden, da steckt doch eine Unterstellung drin, dass die Staatenlenker, die sind ja die Subjekte von ihren Staaten, die sind die Subjekte von dem, wie die Staaten im innersten staatlichen Verkehr aufeinander zugehen, ob sie Frieden halten, ob sie Krieg machen. Wenn die davon ausgehen, dass es das Allernormalste von der Welt eigentlich wäre, wenn sie kriegerisch miteinander zugange wären, und dass es eine ganz große Besonderheit ist, dass sie das unterlassen. Da steckt doch eine Unterstellung drin, die heißt, die Staaten müssen ganz schön viel Gegensätze gegeneinander auszufechten haben, die überhaupt nicht beredet werden. Das ist mal das erste Punkt, wo wir uns dann auch irgendwo widmen werden in dem Vortrag, die Frage, was ist denn da eigentlich los? Was für Gegensätze treibt denn die miteinander um? Im weiteren Verlauf des Vortrags wird es auch eine Antwort darauf geben, warum eigentlich sozusagen diese besondere Bedingung Europäische Union jetzt ausgerechnet der Friedensstifter war. Weil das wäre ja auch mal eine Frage, die zu klären wäre, wieso kann eigentlich oder was ist die Besonderheit dieser Vorrichtung, dieser Institution, dass sie was anscheinend ganz normal im staatwilligen Willen verankert ist und womit man rechnen muss, wenn das unterbleibt. Gut, zweites Argument war, es gibt doch Zusammenarbeit statt Nationalismus. Da kann man auch in letzter Zeit ziemlich einschlägige und bloßstellende Ereignisse zur Kenntnis nehmen. Es war ja kürzlich Macron und Merkel kurz hintereinander bei Trump. Da ist im Spiegel dann folgendermaßen darüber berichtet worden. Anscheinend hat Macron einen ziemlich guten Draht zu Trump und es ist gleich die Gefahr beschworen worden, dass jetzt Macron statt Merkel einen größeren Einfluss außenpolitisch nehmen könnte, was ganz schlecht wäre für den deutschen Standpunkt zu Europa, wie es mit dem weitergeht. Da ist das Argument gewesen, in jede Lücke, die Merkel lässt, und jedes Politikfeld, um das es sich in puncto Europa nicht kümmert, in das stößt der Macron rein und besetzt das Feld und wir Deutschen stehen mit unserem Standpunkt am Ende hinten an. Was heißt denn das? Eigentlich ist es doch verrückt. Sind doch Deutschland und Frankreich die großen, so wird auch immer gesagt, die großen Kernmächte der EU, die Achse der EU, die den ganzen Laden mit ihrer politischen Intention zusammenhält. Wenn es jetzt schon ist, dass das Herzstück der EU, Frankreich und Deutschland, anscheinend ihre außenpolitischen Bestrebungen gar nicht addieren, also zusammenarbeiten und vom selben Standpunkt europäische Politik im Ausland verwirklichen wollen. Wo ist denn da die vielgepriesene Zusammenarbeit statt Nationalismus? Dem kann man doch entnehmen, dass es überhaupt nicht so ist, dass alte nationale Gedanken, die Konkurrenz zwischen den Nationen in der EU überhaupt aufgehoben werde.
Gut, noch ein drittes Argument zum Lob der EU. Die Sache mit dem, es ist doch für das Wohl aller und wir sollen uns doch alle dahinter stellen, weil es unser Projekt ist. Da ist im Parlament, auch in diesem Frühjahr nach dieser Wahl im letzten Herbst und den ganzen Koalitionsverhandlungen von Parteimitgliedern von der Frau Merkel verfasst worden, ein Papier, das verlangt, dass das Grundgesetz eingehalten wird. Da gibt es nämlich einen Artikel 23, der sagt, dass das Parlament bei allen Fragen von europäischen Verhandlungen zu Rate gezogen werden muss und eine Stellungnahme abgeben muss. Da hat der Spiegel dazu geschrieben, das ist ganz schlimm, also schlimm hat er nicht geschrieben, aber er schreibt, dadurch verliert die Regierung ihre Handlungsfreiheit. Warum? Sie kann sich nicht mehr einfach über die Vorgaben des Parlaments hinwegsetzen. Und das war jetzt wörtlich, ja. Was heißt denn das? Anscheinend ist es so, dass zu dem Thema das Wohl von uns allen und setzt euch mal alle für die EU ein, dass es die Rolle ist von uns Wahlbürgern, vom Parlament, die Regierung zu ermächtigen, die dann ihr Projekt Europa verfolgt, genau wie es der Regierung passend erscheint und die größte Handlungsfreiheit dann hat, wenn sie durchregieren kann und sich nicht auf irgendwelche kritischen Stimmen, wenn die sich nicht mal Gehör verschaffen können. Dann ist es aber auch so, dann muss man sagen, ein Projekt von uns allen ist es nicht. Wir alle sind dafür vorgesehen, Wahlstimme abgeben und wer verfolgt das Projekt der Regierung? Das ist dann aber auch das Projekt der Regierung und von niemand anders. Zum letzten Argument, Wohlstand, sage ich jetzt am Anfang noch nichts. Das kommt nochmal sehr ausführlich vor im weiteren Verlauf des Vortrags, wenn wir ein bisschen über die Ökonomie geredet haben, wo man eine schöne Logik, wo nämlich das, was ja viele nicht nur in Griechenland, in Italien erleben, eine Verarmung des Volks, kann man durchaus auch auf Deutschland sagen, dass das keine Regierungsfähigkeit der EU, sondern eine durchaus logische Konsequenz von der ganzen Konstruktion ist. Wenn es also jetzt schon so ist, die ganzen Lobs, die über die EU geäußert werden, verweisen immerzu darauf, da muss man mal nachfragen, weil da sind lauter Gegensätze unterwegs. Deshalb das Werben darum, schauen wir uns jetzt mal richtig ordentlich an, versuche das vorzutragen, was eigentlich die EU für eine Institution ist. Gut, dazu der erste Punkt. Der will aus dem Einstimmigkeitsprinzip, was weitreichend in der EU noch gilt, versuchen, was rauszuholen, was man da an Grundlagen, an Widersprüchen bemerkt. Anlässlich der Affäre um diesen Doppelagenten Skripal, auf den ein Anschlag verübt worden ist in London, wollte die Europäische Union ein gemeinsames Kommuniqué veröffentlichen, in dem Russland sehr scharf verurteilt werden sollte. Das ist nicht zustande gekommen, weil sich Griechenland dieser Vereinbarung versagt hat. Das erzähle ich jetzt wegen der Aufregung, die hinterher geherrscht hat. Nämlich darüber, dass so ein Staat wie Griechenland es schafft, ein gemeinsames Kommuniqué, auf das die großen europäischen Länder Wert legen, zu Fall zu bringen. Und es ist gleich eine Diskussion aufgekommen, die hieß, jetzt muss man doch endlich mal weitergehen und auch in der Außenpolitik das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen, streichen. Heißt, die sagen, es muss endlich ein Mehrheitsprinzip auf ganz vielen EU-Bereichen her. Das heißt doch dann aber auch, wenn man sagt Mehrheiten, dann müssen andere überstimmt werden können, die kein Veto mehr einlegen können.
Das ist ein starken Zusammenschluss, wo man nicht davon ausgehen kann, dass die Vereinbarungen zur allseitigen Zufriedenheit ausfallen. Weil das heißt ja, wenn man sagt, da müssen jemand überstimmt werden können, ja warum? Weil der anscheinend differierende Kalkulationen hat zu den anderen EU-Ländern. Das heißt aber auch noch was Zweites. Man kann ja sagen, naja, das ist ein Projekt, das entwickelt sich fort und dann wird sich schon entwickeln und alle Nationen haben was davon. Wenn in der Fortentwicklung der EU das Argument ist, jetzt muss endlich das Mehrheitsprinzip her, statt der Einstimmigkeit, dann heißt es auch, dass davon ausgegangen wird, dass mit der Fortentwicklung der Politik, der Institutionen zu immer mehr Einigung hin, die Unzufriedenheit zwischen den Nationen überhaupt nicht aufhört, sondern dass sie bei diesem Projekt überhaupt einbeschrieben ist. Zweitens, noch eine andere Auskunft kann man dem entnehmen. Jetzt gehe ich mal zurück zu dem Punkt, bis dato hat das Einstimmigkeitsprinzip ja relativ allgemein gegolten. Was steckt denn da drin? Was kann man da noch entnehmen? Heißt, bisher war es so, EU wollte schon sowas sein. Lauter gleichberechtigte Mitglieder. Es gibt keine Mitglieder zweiter oder dritter Wahl, die nicht zustimmen dürfen. Alle haben das gleiche Recht wie die großen und bedeutenden Mitglieder. Das heißt dann erstens einmal dasjenige, anscheinend ist es schon so, dass die großen Mitglieder auf dem Standpunkt stehen, dass sie auch die Kleinen, die dabei sind, brauchen. Da haben wir jetzt schon mal einen kleinen Hinweis, es ist noch keine Auflösung. Aus dem einen, es ist der Standpunkt einer gleichberechtigten Staatengemeinschaft, alle sollen dabei sein, die Großen legen Wert darauf. Zweitens, wir wissen ja, die großen Nationen, Deutschland, Frankreich, Niederlande, haben den größten ökonomischen Nutzen aus der EU. Mit dem geben sie sich aber gar nicht zufrieden mit der Sache des Einstimmigkeitsprinzips weg. Sondern es ist ja der Standpunkt, nein, wir müssen weiter fortschreiten. Dann muss es aber auch so sein, dass das Projekt EU gar nicht allein darauf bezogen ist, auf wir machen einen europäischen Wirtschaftsraum und die großen Staaten haben den Nutzen halt, den sie in dem Wirtschaftsraum haben. Da muss es schon noch eine andere Intention der Einigkeit geben. Da wird später Werner in seinem Teil des Vortrags noch mit drauf eingehen. Noch einen Schluss aus dem Einstimmigkeitsprinzip. Wenn es bis dato so gewesen ist, dass alle Mitglieder den Fortschritten der EU, der ehemaligen Grundlage der EU, zugestimmt haben, mag es sein, dass man weiß, da gab es ja immer Erpressungsrunden. Die Großen wollten die schon, die Kleineren zu irgendwas drücken. Andererseits ist es immer eine Drohung von den kleinen Staaten gewesen, wenn sie nicht zustimmen, kommen Entscheidungen überhaupt nicht zustande. Heißt also, die EU hat sich so fortentwickelt, dass alle Beteiligten in ihren Entscheidungen immer ihren Nutzen wiedergefunden haben. Deshalb gab es ja auch dann die einstimmigen Beschlüsse. Dann heißt es aber auch, dass das Zerwürfnis, was jetzt in der EU ist und wo so drüber geredet wird, ja, das wird hochgekocht und angestachelt von Auswärtigen, von Putin, von den Chinesen. Oder das ist ein Resultat davon, dass da eine Unterjochung von kleinen Staaten stattgefunden hat. Oder dass gleich eine Abweichung vom Gemeinschaftsgeist, vom eigentlichen Inhalt der EU stattgefunden hätte. Dass diese ganzen Behauptungen nicht sein können, sondern dass es so sein muss, gleichberechtigte Fortentwicklung der EU unter Zustimmung aller Mitgliedsnationen. Dann muss es schon so sein, dass die Zerwürfnisse, die Unzufriedenheit, die jetzt mit der Europäischen Union herrscht, schon ein Resultat davon ist, wie die konstituiert ist.
Aus dem Grund wäre jetzt natürlich, ist der logische nächste Schritt, die Behauptung, es liegt an ihrer Verfasstheit, wie die eigentlich ausschaut, was eigentlich die Vergemeinschaftung der EU ist. Dieser Block unterteilt sich nochmal in zwei Punkte. Der erste nämlich, was ist denn überhaupt der Inhalt, was wird denn da eigentlich vergemeinschaftet? Und der zweite Punkt, was heißt Vergemeinschaftung? Erstmal zum Stoff. Das ist ja kein großes Geheimnis. Was ist die EU? Es ist der Zusammenschluss von Nationen zu einem großen Wirtschaftsraum. Weiß jeder von uns, EU heißt, sind 500 Millionen Konsumenten. Alle Unternehmen, gibt sehr große, dürfen in der ganzen EU frei ihren Handel treiben. Die Banken agieren länderübergreifend. Und es ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, wenn ich das jetzt sage, das erste Prinzip des Wirtschaftsraums ist, dass da Marktwirtschaft herrscht. Was heißt Marktwirtschaft? Dass private Unternehmer Handel treiben, Waren herstellen, Kredite nehmen, private Banken ihre Geschäfte unternehmen, auch mit der Sache Gewinne machen, dass genau diese private Konkurrenz die Wirtschaftsweise ist, auf die die EU sich mit ihrem großen gemeinsamen Markt festgelegt hat. Und da haben wir schon den ersten Punkt von, was ist denn da eigentlich vergemeinschaftet? Weil, wenn wir jetzt die betrachten, die die Wirtschaft sind, also die Unternehmer, die im Sinne ihrer Gewinne unterwegs sind, ist doch nicht unbekannt, dass die ihre Geschäfte in Konkurrenz untereinander betreiben. Dass da also nichts vorhanden ist von einer Gemeinschaftsaktion. Dass die auf dem europäischen Markt aufeinandertreffen und versuchen, die Zahlungsfähigkeit, die vorliegt, exklusiv auf sich zu ziehen, durchaus im Gegensatz und auf Kosten von ihresgleichen, also von anderen Unternehmen. Dass die unterwegs sind, wer haben die besten Innovationen? Die besten Innovationen deshalb, weil das heißt, das bringt einem einen Wettbewerbsvorteil. Das bringt einem Mitkonkurrenten einen Wettbewerbsnachteil. Der hat es nachsehen. Und drittens, dass die darum konkurrieren, wer hat denn den größten Zugang zu Kredit? Zu Kredit deshalb, um sich eben alle Mittel der Produktivität zulegen zu können. Und das im Gegensatz zu Konkurrenten, die das Nachsehen haben. Also das ist schon mal der erste Punkt, von wegen die EU ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist eine Freisetzung von einer länderübergreifenden Konkurrenz der Unternehmen. Noch ein weiterer Punkt zu dem, was ist denn der Stoff, der Inhalt der Konkurrenz? Es sind ja auch gar nicht bloß die privaten Unternehmen, die ihr Geschäft in Konkurrenz betreiben. Wenn man das jetzt betrachtet, Europäische Union, sie machen einen Binnenmarkt, sie machen eine Zollunion bis hin zu einer Währungsunion. Das hat doch überhaupt nie geheißen, dass sie ihre Potenzen zusammenwerfen, dass sie ihren national erwirtschafteten Reichtum nicht mehr national rechnen, sondern als europäischen Union-Reichtum betrachten. Nein, die sind genau auf dem Standpunkt, den jeder Nationalstaat verfolgt, die Zusammenfassung des Reichtums in der Nation als Verfügungsmasse des Staates zu verwenden. Als exklusives in der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Nationen erzielten Reichtum von den Unternehmern, der sich für den Staat zusammenbilanziert zu einer Größe von, da gibt es ein Wirtschaftswachstum, da ist Reichtum erwirtschaftet worden,
Das spielt dem Staat Steuereinnahmen ein durch die Unternehmer, spielt ihm Steuereinnahmen ein durch die Arbeitskräfte, die sich von den Unternehmern lohnend haben anwenden lassen. Und zweitens, die lohnende, also nicht lohnende Quatsch, die Steuerzahlung ist für die Staaten eine Basis einer zusätzlichen Freiheit ihres Haushalts, nämlich der Unterfütterung dafür, sich bei privaten Finanzkapitalisten zu verschulden mit Staatsverschuldungen, wo der in der Nation bilanzierte Reichtum eine Sicherheit ist und es den Staaten ermöglicht, mehr Verfügungsmasse von Kredit zu bekommen. Und das alles dann zu verwenden, wieder im Sinne ihres nationalen Standards und zur Förderung ihrer Wirtschaft. Dieses nationale Bilanzieren hat in der EU nicht aufgehört, das wissen wir alle. Es gibt eine Rangfolge von Nationen, die da vorhanden ist. Mit Deutschland an der Spitze und ganz am Schluss mit den Oststaaten Griechenland und so weiter. Also auch da heißt, sie machen einen gemeinsamen Markt und der wird von den Staaten benutzt als Feld ihrer Konkurrenz, um den lohnendsten Standort, den Standort, der am meisten auswärtiges Kapital auf sich ziehen kann, benutzen kann, zur Mehrung seines nationalen Reichtums. Okay, jetzt der zweite Punkt zu der großen Überschrift, was heißt denn jetzt eigentlich Vergemeinschaftung? Da möchte ich jetzt ein bisschen das betrachten, was eigentlich die Regeln der Vergemeinschaftung sind. Muss ich ein bisschen ausholen und erstmal prinzipiell werden und gar nicht speziell über die EU reden, mit der Seite Regeln des ökonomischen Verkehrs, das darf man sich nicht als sowas vorstellen wie Rechnungsregeln, also was gilt, sondern das sind Maßnahmen, die die Staaten ergreifen, um die Ökonomie in deren speziellen Form, in den speziellen Fällen, die Ökonomie der Marktwirtschaft, wo schon die Unterstellung ja ist, da sind lauter Gegensätze unterwegs, da braucht es eine übergeordnete Staatsgewalt, die genau diese Gegensätze in eine Form bringt, wo sie zum Blühen gebracht werden. In der Form, die allererste Grundlage ist mal die, für die die Staaten sorgen müssen, ist, dass das Eigentum überhaupt unangefochten gilt. Das ist so eine staatliche Regelung. Staatliche Regelung ist, dass es freie, dass wir alle freie Personen sind. Heißt, dass es uns erlaubt ist und wir befähigt sind, überhaupt als Konkurrenzbürger in der Konkurrenz zu anderen unseren Nutzen zu verfolgen. Dass wir dazu die Sanktion haben. Das sind die Grundlagen. Bis hin zu solchen Sachen, wie muss die wirtschaftliche Tätigkeit geregelt sein, dass da auch ein Wachstum dabei rauskommt, das man befördern kann. Da gehören dann Punkte dazu, was ist denn notwendig an Umweltschutzauflagen? Was ist denn notwendig, was ist zu viel? Immer unter dem Gesichtspunkt, wie kann es der Staat mit seinen administrativen Eingriffen von oben hinbekommen, dass das wirtschaftliche Treiben gedeiht. Dazu benutzen alle Staaten ihre staatliche Gewalt, um das Wachstum in ihrem Standort zu befördern. Das ist erstmal der Gedanke nach innen. Nach außen machen sie das auch. Im internationalen Verkehr braucht es Regeln. Es muss erlaubt sein, dass es einen länderübergreifenden Handel gibt. Da können wir an sowas denken wie, Staaten erlassen Zölle, wenn sie heimische Industrie für schutzbedürftig erachten, die sie nicht einem Vergleich aussetzen wollen, einem ungebremsten Vergleich mit Unternehmen von außen, die auf einer anderen Produktivitätsstufe arbeiten. Dann werden Zölle erlassen, um die heimische Industrie zu schützen. Es wird auch mal überhaupt ein Handel verboten,
Es gibt nicht tarifäre Handelshemmnisse. Nicht tarifäre Handelshemmnisse heißt sowas wie, wir machen technische Vorgaben und Sanktionen, auch die wieder berechnet darauf, wie sie die heimischen Warenproduzenten mit der Produktivität, mit dem speziellen technologischen Know-how, was die haben, befördert und ausländische Konkurrenz ausschließt. Das sind alles Sachen, die gehören zu den ganzen Sachen vom Freihandel. Also das ist eine ganz normale Sache gewesen in den letzten, also nach der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Seite ist von WTO und GATT und Freihandel, eine normale Angelegenheit. In der EU ist es so, Regeln vergemeinschaften heißt, alle diese Freiheiten, die der Staat als souveräne Gewalt über seine Gesellschaft benutzt, um die zum Blühen, die Wirtschaft im Sinne des Wachstums und im Sinne seines Reichtums zum Blühen zu bringen, dass diese exklusiven Einflusshebel, sie sich die Staaten versagen. Die machen einen Beschluss in immer weitergehendem Maße, auf solche administrativen nationalen Eingriffe zu verzichten, sodass es insgesamt europaweit überall die gleichen Regeln gibt. Erst einmal die Abschaffung von Zöllen, von Handelsbeschränkungen, gleiche technologische Vorgaben in der gesamten EU, gleiche Sachen in puncto Arbeitsschutzgesetzgebung und so weiter. Heißt, die verzichten darauf, sich die Hebel der Beeinflussung des wirtschaftlichen Verkehrs zu benutzen. Sie gestehen den anderen Nationen in der EU das Recht zu, sich an die Vorgabe zu binden, keine exklusive Unterlaufung des freien Konkurrenzprinzips zu machen. So, das ist eine Sache, die hat Konsequenzen. Was heißt es nämlich, wenn auf alles sowas verzichtet wird? Man kann das übrigens jetzt am Trump besichtigen, der macht nämlich das Gegenteil. Ja? Trump stellt fest, das Ergebnis der Konkurrenz passt ihm nicht. Er steht auf dem Standpunkt, Amerika gerät ins Hintertreffen. Deshalb werden die Bedingungen geändert. Er erlässt Schutzzölle, Strafzölle, Steuern auf Unternehmen, die im Ausland agieren und so weiter. Das ist der Standpunkt. Die Resultate der letzten Runde der Konkurrenz passen nicht für Amerika. Also werden die Rahmenbedingungen geändert, damit der amerikanische Standort zu dem zugerichtet wird und das Ausland so eingespannt wird, dass der Erfolg von Amerika wieder herbeiregiert werden soll. In der EU sind solche Sachen obsolet. Sachen von, wenn Nationen keine produktiven Unternehmen haben, Autoindustrie oder Chemie oder sonst was, es ist verboten, dass staatliche Subventionen unternommen werden, um den Standort auf Vordermann zu bringen, um den Produktivitätsnachteil auszugleichen. Es ist verboten, Zölle anzuführen. Es ist sowas verboten wie, dann machen wir jetzt mal eine neue technische Vorgabe für alle Autos, die die erfüllen müssen in puncto Abgasnormen, damit die unliebsame auswärtige Konkurrenz hier uns das Geschäft nicht mehr wegnehmen kann. Das heißt also, zwei Sachen sind geleistet. Erstens, europaweit ist die Konkurrenz unter den Unternehmern freigesetzt. Die müssen sich mit allen vergleichen und können nicht darauf rechnen, dass staatliche Unterstützung ihres Treibens besteht. Zweitens, es heißt auch, es ist eine Radikalisierung der Ergebnisse der Konkurrenz. In dem Sinne,
produktive Unternehmen können andere niederkonkurrieren, europaweit. Mit den Resultaten, den Gewinnen, dem Kredit, den sie auf sich gezogen haben, neue Geschäfte beginnen, Geschäftserweiterungen machen. Die unproduktiven Kapitale verharren auf dem Standpunkt. Die machen keine Geschäfte, haben keinen Zugang zu Kredit. Es ist verboten, staatliche Unterstützung zu leisten. Heißt, es ist eine Abwärtsspirale für unproduktive Unternehmen und damit natürlich auch für die Standorte. Also Standorte mit den produktiven Geschäftsführern, mit den lohnenden, mit den rentablen, die einen weiten Vorsprung haben vor anderen. Für die ist der europäische Markt eine riesen Expansionsspirale, weil die übernehmen alles andere mit und können ihr Geschäft zu einem blühenden Wachstum bringen. Umgekehrt die Standorte, die über so produktive Angelegenheiten nicht verfügen. Jetzt noch ein Argument, nochmal zurück auf die Einleitung mit dem, und es ist doch zum Wohl von uns allen. Zwar die Erklärung, die Erklärung oder die Darlegung, was das heißt, wenn sich die Staaten gemeinsame Regeln geben in der Europäischen Union. Eins ist da drin natürlich eingeschlossen. Sie dürfen keine Subventionen machen, sie dürfen keine Zölle machen. Vom Standpunkt der Standorthüter haben die das damit aber noch lange nicht aufgegeben, ihrem Standort im Vergleich zu anderen einen möglichen Konkurrenzvorsprung zu verschaffen. Und deshalb werfen die sich alle umso schärfer auf die Mittel, die ihnen noch erlaubt sind und zur Verfügung stehen. Und da ist das erste und einschlägige Mittel der Lebensstandard der Leute. Das wissen wir ja. Als was geht denn der Lohn? Also sage ich, verrate ich kein großes Geheimnis. Die Löhne sind für die Unternehmer eine negative Kostengröße. Negative Kostengröße soll heißen, je billiger sie sind, je niedriger der Lebensstandard der Leute, umso profitabler sind die Unternehmen. Genau auf sowas spielt die Merkel an, wenn sie sich jetzt immer brüstet, dass die anderen Europäer doch endlich mal ihre Hausaufgaben machen sollen. Ja, Deutschland hat in dem Sinn seine Hausaufgaben gemacht mit der Agenda 2017, mit den Schröderschen Reformen, wo von dem Missfallen daran, dass die deutsche Arbeit nicht genug benutzt wird, dass nicht genug Unternehmen Interesse haben, dass keine genügende Beschäftigung Vollbeschäftigung ist, mit staatlichen Maßnahmen eine Lohnsenkung herbeigeführt worden ist, die für die Unternehmen eine Kostensenkung bedeutet hat und einen Anstieg ihrer Rentabilität. Heißt also, von wegen, es ist unsere Europäische Union und wir werden, die Leute werden das Maß davon, dass das da um ihren Wohlstand gehen soll. Nein, das ist genau andersrum. Die sind das Mittel. Das Mittel, die Verfügungsmasse, die die Staaten umso härter und schärfer in Angriff nehmen, je weiter sie mit ihren gemeinschaftlichen Regelungen gekommen sind, nämlich als das Mittel, um in der Standortkonkurrenz sich voranzubringen und die anderen europäischen Nationen auf die hinteren Ranglistenplätze zu verweisen. Ich bin fertig. Dann, bevor wir weitermachen, mache ich eine kurze Zusammenfassung und dann machen wir mal einfach eine Pause. Nämlich, vielleicht gibt es ja Nachfragen oder Einwände. Ja. Ich will nur noch mal kurz zusammenfassen, also was die Susanne entfaltet hat. Nämlich, die hat eigentlich gesagt, machen wir uns doch mal klar, was der Inhalt von diesem schönen, was immer so schön heißt, Vergemeinschaftung, europäische Gemeinschaft, und da gilt Gemeinschaft schon als hoher Wert, was der Inhalt davon ist. Es ist nichts anders
ökonomisch gesehen als die Freisetzung der Konkurrenz der Kapitalisten, was einschließt eben auch die Freisetzung der Kapitalisten darin, die Arbeitskräfte der verschiedenen Länder als tauglich oder untauglich für sich zu betrachten. Und Freisetzung heißt allemal, dass die Staaten selber sich darauf verpflichtet haben, den Erfolg und Misserfolg dabei, ob sie Zuspruch von Kapitalisten haben, die mit ihrer Nation, ihrem Volk etwas Nützliches anzufangen wissen. Das als das soll so ein bisschen runterdrehen, das ist zu laut. Der Servicemann ist nicht ist weg. Das ist wirklich zu laut. Ja, ist ein bisschen laut. Ich schau mal, wenn ich weiter weggehe. Besser? Geht's noch so? Versteht ihr noch was? Oder ist die Anlage. Der Sound ist schlechter. Der Sound ist schlechter. Also ich spreche einfach mal weiter und ja. Also die Verpflichtung, die Selbstverpflichtung der europäischen Nationen darauf, den Bescheid, den ihnen das Kapital, die Kapitalisten erteilen, wie tauglich ihre Nation für deren Geschäftsbedürfnisse sind, als solchen hinzunehmen und zu sagen, das ist der Ausgangspunkt, um den ich besser werde, diesen Kriterien mehr zu genügen. Also das muss man sich klar machen. Das ist erstmal der Inhalt der Vergemeinschaftung. Ich würde dann weitermachen, aber jetzt erstmal eine kleine Pause, wo ihr sagen könnt, nein, das kann nicht der Inhalt sein, oder ihr denkt an einen ganz anderen Inhalt, wenn ihr an die Europäische Union denkt. Das ist doch was Untergeordnetes, was wir jetzt so immer im Vordergrund gestellt haben. Also wenn ihr solche, wenn ihr so meint oder das von anderen gehört haben, die so denken, bringt es ruhig vor, dann kann man das gemeinsam überlegen und dann schauen wir mal, ob wir zu einer gemeinsamen Auffassung drüber kommen. Weil ich würde jetzt dann weitermachen, was da für Konsequenzen eingeschlossen sind. Ansonsten rede ich einfach weiter und wenn Einwände da sind oder Nachfragen, weil ich zu laut oder zu leise oder einfach unverständlich daherquatsche, meldet euch. Ich werde hoffentlich schon wieder in meine Überlegungen reinfinden. Also. Dieser Inhalt, mit einem Wort verschärfte Standortkonkurrenz, das ist es, das Gemeinschaftswerk. Entsprechend diesem Inhalt schaut dann auch die Wirklichkeit der EU, wie sie sich darstellt, aus. Weil, man muss es schon fast sagen, die Wirklichkeit, die kennt jeder. Ja? Potente, starke Nationen, die vor Kraft nicht laufen können, wie Deutschland, andere Nationen, die darum kämpfen, dass ihr ökonomisches Überleben überhaupt gesichert ist, die aus eigener Kraft Schulden nicht mehr, die sie aufgenommen haben, stemmen können und massenhaft Leute eben brach liegen. Das ist schon fast peinlich, dass man sich daran erinnert. Ja bitte, wenn schon immer geschrien wird, Wettbewerb, Wettbewerb, das ist doch das Heilmittel. Wie es in der Wirtschaft zugehen soll, dass eben Wettbewerb, Konkurrenz, naja, Sieger und Verlierer einschließt. Naja, klar, dann gibt es welche, die im Wettbewerb gewinnen und welche im Wettbewerb unterliegen. Ja,
Und dann scheiden sich nun mal die europäischen Völker danach, wie sie eben tauglich sind für irgendwelche Geschäftsleute, die mit ihrer Arbeit was anstellen können. Da gibt es Völker, wo große Teile von ihnen einfach brach liegen, wo kein Interesse sich findet, mit ihnen was Gewinnbringendes anzustellen. Die schlicht vom Standpunkt des Geschäfts überflüssig sind. Und deswegen nicht wissen, wovon sie leben sollen. Ja, und wie schaut es denn bei den anderen, bei den Gewinnervölkern aus? Sie hat ja schon Andeutungen gemacht. Ja. Denk mal an Deutschland. Ja. So viele Leute wie nie beschäftigt. Einkommen werden generiert, wie es immer so schön heißt, en masse. Ja, und gleichzeitig hört man, mit dem Einkommen verdienen sich die Leute ganz die Sorgen. Ja, welche Sorgen denn? Wie kann man denn im Alter überhaupt noch sein Leben bestreiten? Altersarmut, ist klar, wird auf eine große Masse von Leuten zukommen. Bezahlbarer Wohnraum ist so eine Sorge, die in Deutschland gar nicht ausgestorben ist, mit dem, dass die Arbeit boomt. Und der letzte Hinweis, die Sorge um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die wird nicht weniger. Im Gegenteil, die verschärft sich. Also offensichtlich lauter Sachen, wo die Leute mit ihrem Einkommen zugleich lauter Existenzsorgen mitgeliefert bekommen. Wenn man sich mal auf der Ebene der Staaten die Scheidung anschaut, ja, ich habe ja schon Andeutungen gemacht, Italien, Griechenland, was ist Deutschland? Ja, da gibt es eben eine radikale Scheidung in Europa. Verlierer, die eben nicht nur weniger Wachstum als die anderen auf sich ziehen können, sondern denen glatt sowas wie eine ökonomische Basis abhanden kommt. Deren nationale Wirtschaft und als deren Anhängsel das Volk einfach in der europäischen Konkurrenz nicht standgehalten hat, also wieder konkurriert wurde. Für die erweist sich der Tausch Souveränitätsrechte. Wir verzichten darauf, Ergebnis an Ergebnissen der Konkurrenz rum zu korrigieren und dem Kapital nur unter Bedingungen die eigene Nation zu öffnen, die eben förderlich für die eigene Nation sind. Also dieser Verzicht auf Souveränitätsrechte gegen einen erhofften materiellen Gewinn. Bei denen erweist sich das, der Trump würde sagen, als ein furchtbarer Bad Deal, den die eingegangen sind. Der spitzt sich für die dahingehend zu, dass ihr ökonomischer Ruin heißt, dass sie ihn nach auswärtigen Vorgaben hinzunehmen und zu bewältigen haben. Ja, und worin bestehen die Vorgaben? Ja, in der Logik, die eben in Europa herrscht. Macht euch mal mehr tauglich fürs Kapital. Ihr habt euch zu wenig tauglich gemacht. Ihr habt noch zu viel nationale Vorbehalte, vor allem im sozialen Bereich, gegenüber der Ernährung eurer Bevölkerung gehabt. Die müssen weg, damit ihr euch, wie heißt es immer, konkurrenzfähig macht. Und auf der anderen Seite Gewinner, eben wie Deutschland, die nicht nur Wachstum bei sich verzeichnen, sondern mit dem, dass sie Wachstum haben und die anderen ihrer ökonomischen Basis verlustig gegangen sind, in die Rolle von politischen Aufpassern hineinwachsen, die eben unter Verweis auf die Abhängigkeit von anderen, von ihren Nettozahlungen, ihnen sagen, ihr müsst, wenn ihr an unser Geld wollt, folgende Bedingungen erfüllen.
die ihnen damit diktieren können, wie sie zu wirtschaften haben. Das ist die Scheidung, die die Vergemeinschaftung der europäischen Potenzen hervorgebracht hat. Und deswegen ist es einfach grundverkehrt, diese Scheidung sich zu denken, das ist ein noch nicht. Das ist ein noch nicht der Angleichung der Lebensverhältnisse in Europa. Nein, nochmal, wenn es um Konkurrieren geht, wenn es um Wettbewerb geht, dann geht es eben auch darum, dass die einen erfolgreich sind und die anderen nicht. Da ist es ein Quatsch zu denken, die Harmonisierung der Lebensverhältnisse steht noch aus. Und ja, Wohlstand für alle, das war doch das große Versprechen Europas. Nein, mehr Konkurrenz, das war das Versprechen, das Europa beinhaltet. Nämlich das, was wirklich ins Werk gesetzt worden ist. Und das heißt für die Nationen eben Wohlstand nur dann und nur insoweit, wie sie sich in dieser verschärften Konkurrenz bewähren können. Wie gesagt, wenn ihr mich nicht unterbrecht, rede ich immer weiter. Ich hätte da noch eine kurze Nachfrage. Und zwar sind da ja Länder aufgenommen worden in die EU, die mit der Aufnahme aus den ex-sozialistischen Staaten heraus eigentlich überhaupt keine Basis mehr hatten. Die war vorher schon immer Arsch. Und die sind wahrscheinlich da vom Verheugen, ja, das sind sie befördert, nur deswegen aufgenommen worden, damit sie nicht dem Russen anheimfallen. So wie Bulgarien zum Beispiel. Und insofern, sagen wir mal so, vielleicht war das Versprechen, ihr könnt dann teilhaben an diesem Zirkus, wo alle reich werden können. Aber das war ja von vornherein hohl, weil die wurden ja nur aufgenommen als Reservoir von Arbeitskräften. Also aus politischen Gründen, geopolitischen Gründen und als Reservoir von Arbeitskräften. So hat man sich das schön geredet. Und dann wird jetzt die Entsenderichtlinie verschärft. Das heißt, die dürfen jetzt noch nicht mal ihre Leute mit Billiglöhnen als Waldarbeiter nach Frankreich schicken. Es wird jetzt beschränkt. Also eigentlich ein nicht-tarifäres Handelshemmnis, das da eingeführt worden ist, jetzt ad hoc gerade ein desintegrierendes Element. Passt das zusammen mit eurem Auftrag? Die Frage kurz wiederholen und dann helfen wir nicht zu verstanden. Achso, wir haben ja auch ein Zahlmikro. Ja, ich wiederhole es schon. Also die Ostblockstaaten, Bulgarien und so weiter, demnächst vielleicht irgendwelche Staaten aus dem Westbalkan, werden ja nur aufgenommen, um sie den Russen zu entziehen oder wegen der Arbeitskräfte, weil ansonsten läuft da ja gar nichts. Da ist ja industriell keinerlei Ansatz, wo man was machen kann. Da kann man vielleicht eine Fabrik hinstellen. Die Länder sind unterschiedlich qualifiziert, weil in Einzelnen gibt es eine Workforce, die sehr gut gebildet ist und mit der man auch eine Produktion machen kann. In anderen gibt es das nicht. Da gibt es nur Subsistenzwirtschaft, wie im Kosovo oder so. Also, warum hat man die aufgenommen? Es ist ja nicht so, dass das Projekt war, ihre Wirtschaft durfte konkurrieren, weil von vornherein war keine konkurrierende Wirtschaft da. Und wie geht das damit zusammen, dass man jetzt denen sogar noch Hemmnisse in den Weg legt, genau das, was sie einbringen können in dieses Wirtschaften, nämlich ihre billigen Arbeitskräfte auch noch überall in Europa ansetzen kann? Ich würde, wenn es jetzt nicht unmittelbar jemand darauf was antworten will,
würde ich gerne, nicht um die Frage wegzuschieben, sondern weil ich eigentlich auf den Zweck des europäischen Einigungsprojekts noch kommen werde. Über den habe ich ja eigentlich gar noch nicht geredet, warum sich die europäischen Staaten überhaupt zusammengetan haben. Das wäre dann mein nächster Punkt. Habe ich gar noch nicht eigentlich, also in meiner Gliederung kommt es erst noch. Und ja, jetzt mal das gleich vorweggeschickt. Sie haben ja schon die Antwort gegeben. Weil sich Europa, also die europäischen Staaten, eben nicht nur als wirtschaftlicher Block verstehen, sondern gleich als noch eine andere Konkurrenz im Auge haben, nämlich so etwas, was Sie geopolitisch oder strategisch genannt haben. Ja, da haben Sie ja eigentlich die Antwort schon gegeben. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich das gern nach hinten verschieben. Genehmigt. Nur, um nochmal zurückzufinden, wo ich jetzt eigentlich war und wo die Susanne vorhin war. Weil wir haben uns erstmal gedacht, ach Gott, Gemeinschaft, das hat doch immer so einen guten Ruf. Ja, lieber ist man doch zusammen als gegeneinander. Ja, und europäische Gemeinschaft, das klingt doch schon mal gut. Da ist man doch schon mal halb dafür, wenn man Gemeinschaft wird. Ja, wird ja, also sie hat ja all das mit den Überwindungen des Nationalismus und so weiter, hat sie ja schon angeführt. Und dagegen sollte jetzt mal die Auskunft sein, ja, ja, die haben schon was vergemeinschaftet. Die Europäische Union ist schon eine Gemeinschaft. Aber diese Gemeinschaft hat nicht zum Inhalt Abstand nehmen von einem, sag ich mal, Gegeneinander. Nein. Sondern gerade das Miteinander besteht in der Freisetzung der Konkurrenz um den Reichtum, der marktwirtschaftlich produziert wird. Also wenn man von den Staaten her denkt. Und als Folge dessen mit dem Mittel der billigen Arbeitskraft, genau. Das ist der Inhalt von dem schönen, also Gemeinschaft. Das sollte jetzt die Auskunft sein. Und deswegen führt diese Gemeinschaft, deswegen ist es nicht ein Nicht-Gemeinschaftsgeist, der herrscht, wenn solche Resultate rauskommen, die man jetzt in Europa besichtigen kann. Kaputte Nationen und potente, erfolgreiche Staaten. Das ist nicht ein ungemeinschaftlicher Geist, sondern notwendige Konsequenz dessen, was vergemeinschaftet wurde. Also das sollte bisher gezeigt sein. Ach, die Gewinner habe ich noch nicht. Hatte ich genug, oder? Widerspruch war Stichwort, sorry. Ich wollte sagen, diese Scheidung in Gewinner und Verlierer hat für beide einen ziemlichen Widerspruch. Ja, ja, bei den Verlierern denkt man sofort, ist ja klar, bei denen gehen ihre ganzen Rechnungen nicht auf. Nur, damit hat man auch noch nicht den Widerspruch richtig gefasst. Das war so schön an der Griechenland-Affäre. Naja, dann geht halt raus, wenn es euch nicht passt mit diesem Regime. War so mal so ein Ton vom Schäuble. Die Merkel hat den Ton dann wieder widerrufen. Aber warum haben das die Griechen nicht gemacht? Warum war das für den griechischen Staat keine Option? Ja, weil rausgehen gar nicht heißt, dass er quasi die Potenzen wieder zurückgewinnt. Sondern im Gegenteil. Rausgehen hieße, was sich jetzt da vor allem Geld manifestiert hat. Griechenland hat eine kaputte Ökonomie und kein Geld, sie zu finanzieren. Das ändert gar nichts, ob sie jetzt innerhalb des Euros sind oder außerhalb des Euroraums.
Das heißt, die Verlierer, die sind, indem sie ihrer Potenzen verlustig gehen, angewiesen auf die Potenzen der Erfolgreichen. Sie sind abhängig von ihnen, inzwischen gemacht mit der Vergemeinschaftung. Die haben gar kein eigenes Geld mehr, was wert ist, keine eigene Wirtschaft mehr. Und spiegelbildlich ist es bei den Siegern. Auch für die ist ihr Erfolg, für Deutschland ist der Erfolg nicht widerspruchsfrei. Auch da ist es so, das merkt man an dem, wo die AfD sich prominent gegründet hat, nämlich gegen diese Euro-Kredite und dann damit auch gegen den Euro gleich als Währung, als gemeinsame Währung. Nämlich die Erfolge, die Deutschland erzielt hat, die hängen davon ab, wenn man jetzt wieder an Griechenland denkt, dass die griechischen Schulden weiter bedient sind, weil das sind umgekehrt Vermögenswerte der deutschen Banken und inzwischen auch der Nationalbanken. Das sind Vermögenswerte. Den Schluss bei den Verlierern habe ich nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, die Verlierer steigen nicht einfach aus. Oder es ändert sich gar nichts, wenn die aus... Du hast gesagt, bei den Verlierern würde sich gar nichts ändern, wenn die aussteigen würden. Und vielleicht habe ich das auch überhört, aber damit hast du schon begründet, dass deswegen sei bei den Verlierern eine allgemeine Abhängigkeit von dem EU-Raum herrschen. Das ist doch nur, weil es sich nichts ändert, wenn man austritt, dann... Womit soll denn Griechenland wirtschaften, wenn es austritt? Im Prinzip gehört doch Griechenland gar nicht mehr, oder? Das gehört den Banken, so wie ich das. Und das ist das ganze Problem. Ja, in Griechenland, ich kann jetzt nur mal von mir ausgehen, ich habe in der Textilindustrie gearbeitet. Griechenland hat eine super tolle Textilindustrie. Lange drauf. Also Griechenland hat eine tolle Textilindustrie. Genauso Rumänien, Bulgarien. Wie gesagt, wir haben bei der Quelle sehr viele Artikel aus Griechenland, Rumänien, haben wir damals bezogen. Da gibt es nichts mehr. Es wurde alles totgewirtschaftet. Ja, also es sollte ja auch gar nicht mehr. Also Europa, wie gesagt, wir sind ja nicht mehr in Europa mit der Industrie. Wir sind ja jenseits von Afrika der neue Markt jetzt. Ja, da geht ja auch der Entwicklungsminister Müller, genau, baut. Ich war mal bei einem Vortrag im Haus Eckstein, da wurde gesagt, dass wir jetzt eine große Textilindustrie in Afrika aufbauen. Ja, hallo, mit unseren Entwicklungsgeldern, da kommt mir wirklich was an. Ja, also da sage ich, hallo, wo leben wir eigentlich noch? Ja. Also das ist echt schlimm. Und ich habe früher schon bei der Quelle gesagt, Leute, wenn es so weitergeht, Bangladesch wird zu teuer, China wird uns zu teuer, also Chinesen haben ja auch ihre Preise erhöht, da kommt zwar noch viel, aber dann haben wir Indonesien, dann haben wir jetzt, das neue Land, wo wir Textilien herbekommen, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Irgendwann lassen wir die Sachen auf dem Mond von den kleinen grünen Männlein machen, weil die brauchen wir dann gar nicht mehr bezahlen. Ja, da hört es auf. Ja, und wenn die Leute sich irgendwo mal nicht einig werden und mal auf die Straße gehen und sagen, jetzt reicht, so geht es nicht weiter, dann passiert nichts. So. So läuft es mit allen kleinen Ländern in der Europäischen Union. Nicht nur in der Europäischen, ich komme aus Mecklenburg, da werden von den Niederländern Land gekauft. Uns gehört irgendwann nicht mal mehr unser eigenes Land. Es gehört irgendwelchen Großkonzernen oder irgendwelchen Banken. Eine kleine Nachfrage. Wer ist denn da jetzt das Wir? Ja. Sie? Nö, wir werden ja gar nicht gefragt. Ja, das sitzen Sie das Land und müssen das nicht? Nee, von der AfD? Das ist nicht.
Aber weiterhin will ich nicht mit ihm. Also hier war jetzt die Gegenrede gegen, gegen das Argument, das Land wird von multinationalen Konzernen aufgekauft und uns gehört bald nichts mehr. Ja. War das Gegenargument, wer ist denn das Wir? Wer ist denn das Uns? Und da steht er teilweise. Ja, und ich höre jetzt auch, es geht weiter. Und da war eben der Hinweis darauf, vielleicht sollte man immer vorsichtig sein mit dem Wir, weil offensichtlich ist es ja auch, jetzt wenn das stimmt, was ich und Sie ausgeführt habe, ja, multinationale Konzerne, dass die Land kaufen und irgendwie aus dem Land was machen, ist doch spitze, also nach dem, was wir gerade beredet haben. Das bringt doch ein Stück Weltwirtschaftsmacht nach Deutschland. Also von wegen, das wäre etwas, was der Nation nicht zu Pass käme. Es mag ja sein, dass manch andere davon nichts haben. Was? Man muss jetzt bloß aufpassen, der Werner wollte damit nicht sagen, dass wir mit der Nation sagen, oh, das ist doch jetzt toll, was die machen. Sondern das sollte schon gesagt werden, war ja auch mein Ausgangspunkt, das ist das, was die Regierung macht. Und der Spruch, das ist das Wohl für euch alle, stimmt nicht. Vom Standpunkt des nationalen staatlichen Reichtums und der Fortentwicklung der kapitalistischen Ökonomie ist es saugut, was in der EU läuft. Ist es saugut für Deutschland. Aber in das Wir wollen wir uns ja gerade nicht eingemeinden lassen. Das war ja gerade vorher auch der Kampf darum zu sagen, die Identität existiert nicht. Und jetzt nochmal zu deinem. Du musst dir nur mal überlegen, jetzt, was man an Großbritannien mitbekommt. Und das ist kein Verliererstaat. Das ist kein ruinierter Staat. Sondern die haben wirklich beschlossen, sie treten aus. Und was das für die eigentlich heißt, das ist nicht einfach, nur dann treten wir halt aus und ihr könnt uns mal, halt sonst was kreuzweise. Nein. Das heißt eine ganze Umstellung und eine Neuregelung dessen, was nationale Wirtschaft jetzt bedeutet. Weil die nationale Wirtschaft auf Europa zugeschnitten ist. Das ist doch das Resultat dessen, der Vergemeinschaftung. Dann lebt eben nicht mehr jede Nation für sich von ihrer Wirtschaft, sondern eben als Teil der europäischen Wirtschaft. Hat sich dafür zugerichtet. Eben bis hin zum Geld, da komme ich dann später auch noch dazu, was das bedeutet. Was heißt, ja, man hat als Griechenland Schulden in fremdem Geld und selber kein Geld, man verdient selber kein Geld, mit dem man es bedienen könnte, wenn man aussteigt. Also keins von den Drangzahlen ist man los dadurch, dass man sagt Tschüss. Ist das. Ja, nee. Also, diese Abhängigkeit bei den Verlierern auf der einen Seite, sie haben nichts von der Abhängigkeit, können aber auch nicht einfach raus. Und umgekehrt. Die Erfolgreichen machen ihnen auf, wie sie sich zuzurichten haben, und das heißt vor allem, welche Schäden sie wie zu managen haben. Das zerrüttet bei denen ihre proeuropäische Staatsräson. Und umgekehrt, bei den Siegern, auch bei denen ist es nicht so, dass sie sagen können, es ist doch uns scheißegal, was aus den anderen Nationen wird, die ruiniert werden. Aus zwei Gründen. Den ersten Grund habe ich schon gesagt, weil ihr Erfolg, die Schulden der anderen, sind doch gerade die Vermögenswerte bei ihnen.
Also Ihr Erfolg ist doch gerade, haben Sie doch gerade erwirtschaftet aus dem, dass die anderen bei Ihrem Projekt mitgemacht haben und Verpflichtungen sich eingehandelt haben. Und der zweite Grund ist, und Ihr weiterer Erfolg lebt ja auch davon, dass Sie das weiter können. Deswegen ist für die klar, abschreiben kann man diese Nation nicht. Ja, aber jetzt kommt der Widerspruch. Aber eigenes Geld, um sie am Leben zu erhalten, ihnen zu geben, das will man umgekehrt auch nicht. Das kennt ihr die Diskussion in Deutschland. No bailout. Und das ist nicht nur die AfD. Inzwischen die FDP und eben schon ewigen Zeiten weite Teile der CDU, die diesen Standpunkt verfolgen. Wo dann umgekehrt auch hier wegen dieses Widerspruchs gibt es eine Zerrüttung der pro-europäischen Staatsräson. Weil die eigenen Erfolge erfordern, ich sag's mal, wie es immer so schön in der Diskussion ist, einen Lastenausgleich, quasi eine Verantwortung für die Unterlegenen. Und deswegen, weil beide Seiten gerade durch die Fortschritte des europäischen Projekts an diesen Widerspruch stoßen, sowohl die Erfolgreichen als auch die Verlierer, ist es verkehrt, sich zu denken, plötzlicher Aufwuchs von Nationalismus in Europa. Man muss sich klar machen, jede Nation, das hat sie ja auch vorhin ausgeführt, an dem Einstimmigkeitsprinzip. Da war doch immer das überhaupt das Konstitutionsprinzip der europäischen Fortschritte. Die werden nur gemacht, wenn alle Nationen zustimmen, also sich davon was versprechen können. Und sie hat weiter ausgeführt, das nationale Bilanzieren ist doch nicht aufgehoben worden durch die Vergemeinschaftung des europäischen Wirtschaftsraums. Im Gegenteil. Es ist einfach verkehrt zu denken, Nationalismus in dem Sinne, eine Nation, die verschiedenen Staaten, die Beteiligten der Nationen, haben ihr Wohl, sich von ihrem Wohl, von dem, was ihrer Nation nützt, verabschiedet zugunsten dessen, was insgesamt der ganze Verbund braucht. Das ist verkehrt, weil das, was der ganze Verbund braucht, war immer das, was den beteiligten Nationen als nützlich, von den beteiligten Nationen als nützlich angesehen wurde. Und das war auch das Werbeargument für die Völker und ist es im Übrigen immer noch. Habt ihr noch den Ton eben gegen all die Kritiker der Euro-Rettungsmaßnahmen von der Merkel im Auge? Uns nützt der Euro am meisten. Ja, da bekennt sich die Merkel dazu, dass sie, dass Deutschland mit Europa kalkulierend derart umgeht, dass es sagt, was bringt es uns als Deutschland? Im Übrigen möchte ich jetzt, das ist ja bei Italien jetzt ja wieder so aktuell. Da ist jetzt, habt ihr ja mitbekommen, eine antieuropäische Regierung an die Macht gekommen. Und ich finde das ziemlich zynisch, wenn man sich mal einfach überlegt und nur das auch zur Kenntnis nimmt, was einem da vor Augen geführt wird. Das können die Journalisten in einem Atemzug sagen, nämlich eine Jugendarbeitslosigkeit
in Italien von 25%. Also ein Viertel der jungen Generation ist schon mal für überflüssig erklärt, für unbrauchbar, braucht es einfach nicht. Und damit haben sie auch keinen Lebensunterhalt. Und dann so darüber zu reden, ist das eine schlechte Bedingung dafür, dass die für Europa sind. Da dreht sich alles um. Da wird die Armut, die wird glatt zu einer schlechten Bedingung erklärt, dass die sich für ein Projekt hergeben. Ja, wo offensichtlich doch, was offensichtlich doch irgendwie was damit zu tun hat, dass es da 25% Jugendarbeitslosigkeit gibt. Vielleicht eins nochmal vom Anfang aufnehmend. Wenn das stimmt, was ich jetzt gesagt habe über Europa, dieses, ich nenne es mal widersprüchliche Konstrukt, die Scheidung zwischen Verlierern und Siegern durch die Vergemeinschaftung wirtschaftlicher Potenzen, die damit geschaffene Abhängigkeit beider eben voneinander und zugleich das Leiden auf beiden Seiten an dieser Abhängigkeit voneinander. Das ist er, der beschworene europäische Frieden. Und wenn Merkel und Macron den immer wieder in Erinnerung rufen, dann ist es kein Wunder. Denn immerhin wissen Sie schon, was Sie von diesen Gegensätzen, die in und mit dem europäischen Projekt verbunden sind, was Sie davon haben. Und zweitens wissen Sie, also mit, dass das Projekt nicht auseinanderfliegt, sondern weiter zusammenbleibt. Und zweitens eben wissen Sie genau aus dem Grund, dass Sie deswegen auch die Beschwörung nötig haben. Dass eben, wie Sie vorhin schon darauf hingewiesen hat, das europäische Projekt keineswegs irgendwelche Gegensätze zwischen den Nationen von der Tagesordnung gestrichen hat. Und eins ist zu sagen, wenn eben das, was ich jetzt ausgeführt habe, Europa und sein Frieden ist, nämlich entfesselte Konkurrenz der Standorte, dann muss man sagen, dann ist Frieden überhaupt nicht selbstverständlich zwischen den europäischen Nationen. Dass da alle sagen, jawohl, bei diesem Projekt mache ich mit. Und jetzt käme ich von daher, stellt sich mir die Frage, warum gibt es denn dann dieses Projekt? Wenn das schon so in so einem Widerspruch besteht, ja, warum gibt es denn da eigentlich? Und da kommen wir langsam Ihrer Frage näher. Nämlich zum einen, und das betrifft erstmal wirklich die erfolgreichen Staaten, warum haben die sich eigentlich darauf eingelassen? Weil auch für sie heißt es ja, Verzicht auf Souveränitätsrechte. Der Euro, das ist eine Gemeinschaftswährung und nicht einfach mehr Besitzstand von Deutschland. Was sich eben in den Konsequenzen äußert, dass eben auch Deutschland für die Eurozone Kredit mobilisieren muss, wenn sie weiter Bestand haben soll. Also warum haben sich die erfolgreichen Staaten, also gerade die erfolgreichen Staaten, auf dieses Konstrukt, diesen Tausch von Souveränitätsrechten in der Perspektive
mehr ökonomische Mittel zu akquirieren, eingelassen. Für die nicht so potenten Staaten in Europa, da gibt es ja auch eine Antwort. Das ist ja damals bei, Sie haben Bulgarien erwähnt, aber auch, man denke weiter zurück, Spanien, Griechenland. Da war es klar, die haben drauf gespechtet mit dem europäischen Markt, dass eben deutsche, französische, britische Firmen ihre Nation erschließen und aus ihr was kapitalistisch Rentables machen. Aber warum haben die Erfolgreichen sich umgekehrt abhängig gemacht von den weniger Erfolgreichen? Das ist die eine Frage, die ich im Folgenden noch beantworten will und die ein bisschen ausführlicher, und da wollte ich auch zum Euro noch ein paar Worte sagen, was das überhaupt ist. Und die zweite Frage wäre, und ich glaube, die wird heute ein bisschen kürzer ausfallen, die Antwort drauf, und die soll dann vor allem das nächste Mal in einer Woche Thema sein, nämlich die nach der Haltbarkeit dieses Projekts. Wenn dieses Projekt lauter Gegensätze beinhaltet, was sorgt da eigentlich für die Haltbarkeit? Was sorgt für den europäischen Frieden? Den vielbeschworenen. So, wenn ihr mich nicht unterbrecht, rede ich weiter. Also gut, und ich rede jetzt, auch wenn ich es nicht immer deutlich mache, erstmal von den potenten europäischen Nationen, im Ausgangspunkt Deutschland, Frankreich, auch Italien, wenn man an der Gründungszeit denkt. Und eben später dann auch Großbritannien. Ist erst später dazu gekommen. Niederlande und so gilt auch als potentes europäisches Land. Wenn die großen Mächte es für ihren ökonomischen Erfolg für nötig gehalten haben, ökonomische Potenzen zu vergemeinschaften, das heißt, die Konkurrenz der Kapitale freizusetzen und eben auch im Verhältnis zueinander, also jetzt die potenten Staaten im Verhältnis zueinander, auf Maßnahmen, wie sie die Konkurrenz gegeneinander, politische Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass sie die Konkurrenz gegeneinander erfolgreich bestreiten, beziehungsweise Misserfolge abzuwenden, indem sie eben auf Zölle verzichtet haben, auf besondere Regularien für ihre verschiedenen Unternehmen, indem sie vereinbart haben, unter uns gelten die gleichen Regeln. Dann, jetzt mein Schluss, wenn sie das für nötig erachtet haben, dann haben sie im anderen gar nicht den entscheidenden Konkurrenten gesehen, auf den es ankommt, gegen den es Erfolge zu erringen gilt, sondern in auswärtigen Dritten, gegen die sie sich damit auf jeden Fall, bei wem auch jetzt die Erfolge anfallen, auf jeden Fall stärken. Insofern war die Freisetzung der Konkurrenz zwischen den europäischen Nationen, zwischen ihren nationalen Standorten,
ein Konkurrenzprogramm, schon wieder Konkurrenz, der anspruchsvollen Art. Nämlich gegen übermächtige Außenstehende. Der Zusammenschluss von Wirtschaftsräumen unter ihrer Oberregie sollte der Weg sein, sich einen über ihre jeweilige nationale Hoheit erweiterten Geschäftsraum zu eröffnen, der ihren Kapitalien, ihren Unternehmern Sondervorteile im Verhältnis zu Dritten geschaffen hat. So sollte ihre Unternehmer und mit ihnen Europa als Kapitalstandort im weltweiten Maßstab zu kapitalistischer Größe und Wucht aufwachsen. Womit auch klar ist, wer denn dieser ominöse Dritte, von dem ich die ganze Zeit rede, ist. Ja, die lange Zeit unangefochtene, überlegene ökonomische Macht, die Vereinigten Staaten. Also, Bezugspunkt des europäischen Einigungswerks, der Freisetzung der Konkurrenz innerhalb von Europas, war die Konkurrenz mit den USA, mit den amerikanischen Kapitalen und eben dessen Hüter, der amerikanischen Staatsmacht. Insofern war das schöne europäische Gemeinschaftswerk von den großen EU-Nationen, Deutschland allen voran, als anti-amerikanisches Konkurrenzprojekt gedacht und als solches auch betrieben. Den USA wollen Sie durch die Erweiterung ihrer nationalen Geschäftssphäre die Führerschaft auf dem Weltmarkt streitig machen. Und dabei haben sie eben am US-Kapital, dessen ökonomischer Wucht und an der ökonomischen Kreditmacht der USA, was die an Finanzmacht mobilisieren kann, Maß genommen. Und von daher hat sich jede Nation für als zu klein befunden. Das ist ihr ambitioniertes Konkurrenzprogramm, das sie eben mit Europa verfolgt haben. Und für sie, wenn ich vorhin Verzicht von Souveränitätsrechten, um Mittel der Souveränität zu gewinnen, buchstabiert sich Mittel der Souveränität gleich so, dass sie an einen weltweiten ökonomischen Machtgewinn denken. Die haben gleich den Weltmarkt vor Augen gehabt. Und man muss ja auch sagen, haben dabei, gerade wenn man an Deutschland denkt, also weil ich immer in der Form der Absicht geredet habe, wollten sie, ja, ziemlichen Erfolg gehabt. Und dafür, und deswegen will ich zum Euro noch ein paar Takte sagen, weil dafür haben sie sogar ihr Geld vergemeinschaftet. Und dieses sogar, das möchte ich mal erläutern, weil das ist vielleicht nicht selbstverständlich, warum das ein sogar ist. Wenn man über das Geld, über das Nationale, Euro, Dollar, Yen, Schweizer Franken, wenn man dafür da über das Geld nicht sehr viel weiß, bitte. Ich
Nein, ich warte ja immer drauf, dass jemand das sagt. Wenn man da jetzt sich noch keine großen Gedanken drüber gemacht hat. Naja, Geld ist halt Geld, damit zahlt man halt. Eins kriegt man schon mit. Irgendwie ist Geld nicht nur das, was man so im Geldbeutel rumträgt. Das hat immer verschiedenes Aussehen und verschiedene Bezeichnungen. Sondern das Geld ist selber so etwas wie ein Ausweis der Stärke von einer Nation, ein Mittel für die Stärke einer Nation und damit auch irgendwie der Inbegriff, wie eine Nation ökonomisch dasteht. Ja, das weiß man schon dadurch, dass die Währungen, die ich aufgezählt habe, die kennt jeder als Währungen von potenten Staaten. Die anderen Währungen kennt man schon gar nicht. Also ich zumindest nicht. Jetzt inzwischen langsam lernt man immer die chinesische Währung kennen. Den Yuan, glaube ich, oder den Renminbi. Ich weiß schon gar nicht, wie der jetzt heißt. Also das kriegt man mit. Mit dem Geld, ja, da ist was ausgedrückt. Da kommt es drauf an, um was es für ein Geld es sich handelt. Und um was es für ein Geld es sich handelt, heißt auch, was über welche Nation drüber verfügt. Und dass es mit dem Geld so eine besondere Bewandtnis hat, das ist ja auch kein Wunder. Weil Geld zu drucken, ist staatliches Monopol. Das dürft ihr nicht, das wisst ihr, weil ihr verhaftet. Und es ist ein staatliches Monopol deswegen, weil im Geld hat man ja schließlich die Macht des Zugriffs eben auf die Güter und irgendwelche Dienstleistungen. Und diese Macht verleiht dem Geld der Staat. Und tut damit quasi seine Hoheit über die Nation in ein Ding reinstecken. Nämlich damit hat man jetzt ein Zugriffsmittel auf. Und diese staatliche Hoheit, bemerkt man, das ist ein Über- und Unterordnungsverhältnis, wo andere drauf hören müssen. Und Hoheit in dem Sinn, ihr müsst drauf hören. Diese Hoheit, die lebt selber materiell davon, dass das von ihr geschaffene Geld als Stoff ihrer Bereicherung der Geschäftswelt eben dient. Dass Geschäftsleute das Geld benutzen und damit Geschäfte machen und damit ihren Privatreichtum vermehren. Also ist erfolgreich zu Kapital machen. Solche Nationen, das kennt man auch wieder, haben dann ein hartes Geld. Das ist eben der Unterschied zwischen dem Euro, helft mir, irgendeine Weichwährung, Zloty. Der ist jetzt zurzeit nicht so weich, aber egal. Die Lira gibt es nicht mehr. Ach so, die türkische Lira. Und der türkischen Lira. Genau, was ist da eigentlich der Unterschied? Das kann die Merkel immer stolz sagen. Naja, bei uns tut sich was, schiebt sich was im Geld, bei den Türken nicht. Und umgekehrt, gerade dass das Geld erfolgreich benutzt wird und damit ein solides Geld ist, das ist umgekehrt für die Geschäftswelt selber wieder ein Argument, dieses Geld zu benutzen. So ein Geld muss man verdienen. Und wenn man Lira verdient, muss man schauen, dass man es in so ein Geld
wandelt. Ein Staat, der über so einen erfolgreichen Standort verfügt, der eben aus seinem Geld Kapital macht, der nimmt dann eben ungleich mehr Steuern ein als die anderen Staaten. Und er kann sich vor allem auch verschulden. Die USA sind die größten Schuldner der Welt. Ja, aber sind auch die größte Weltwirtschaftsmacht in der Welt. Können sich das leisten. Ohne, dass deswegen die Währung abschifft. Insofern komme ich jetzt auf meinen Ausgangsgedanken zurück. Mit dem Inbegriff und Ausweis, diesen komplizierten Redeweisen. Ja, so ist nationales Geld. So repräsentiert das nationale Geld die ökonomische Macht von der Nation, von der ganzen Nation und eben dessen Standorthüter, des Staates, der ihr vorsteht. Das erzähle ich, um mal klarzumachen, was das heißt, wenn ein Staat sagt, ach, oder Staaten sagen, schmeißen wir doch mal unser Geld zusammen. Wie gesagt, in Europa haben die Staaten nie aufgehört, gegeneinander zu konkurrieren. Und jetzt schmeißen sie den ökonomischen Inbegriff ihres Nationalerfolgs zusammen, einigen sich auf ein gemeinsames Geld, geben ihre Geldhoheit ab und übertragen das auf die EZB. Und hören nicht auf, gegeneinander zu rechnen und ihre Erfolge zu bilanzieren. Jeder führt seinen Haushalt selbstständig, jeder macht Schulden für sich und muss erstmal lange Zeit selber dafür gerade stehen. Hier in Erinnerung, ja, warum gibt's das? Warum haben die das gemacht? Gerade den Ausweis ihres Erfolgs zu vergemeinschaften, ohne aufzuhören, gegeneinander zu konkurrieren, um Erfolg und den national zu bilanzieren. Dass da die schwächeren europäischen Standorte gerne mitgemacht haben, das ist ja klar, weil das war für sie die Verheißung, endlich kriegen wir ein solides Geld, womit die anderen uns bisher immer das Leben schwer gemacht haben. Endlich können auch wir uns zu erträglichen Zinsen verschulden, weil wir über ein Geld verfügen, das allgemein als solide gilt. Die Staaten wie Deutschland, und da muss man vor allem Deutschland erwähnen, weil damals der Euro, das war klar, das ist vor allem, war das Angebot von Deutschland an dieser soliden und knüppelharten D-Mark teilzuhaben. Natürlich hat sich Deutschland vorbehalten, die Kriterien, das sage ich schon natürlich, das war die Auflage, die Deutschland mit dieser Teilhabe verbunden hat. Nämlich ihr müsst euch dann auch würdig erweisen, an diesem Geld teilhaben zu dürfen. Müsst gewisse Maastricht-Kriterien erfüllen. Warum hat Deutschland das gemacht? Ja, Deutschland hat auch, wie gesagt, dieser im europäischen Vergleich grundsolide D-Mark für zu schwächlich befunden, für zu wenig potent.
nämlich im Vergleich zum Dollar. Für Deutschland war der Maßstab eben der Dollar. Der amerikanische Nationalkredit in seiner Sonderrolle als weltweite Ankerwährung. Was heißt das? Ja, mit dem Dollar, das heißt dieses Ankerwährung, mit dem Dollar, da hat nicht nur die amerikanische Regierung und die amerikanischen Unternehmer gewirtschaftet, sondern im Prinzip die ganze Welt. Mit Dollar konnte man Geschäfte überall auf der Welt machen und vor allem Konzerne, die kapitalkräftig waren, waren darauf aus, solches Geld zu verdienen, also selbst wenn sie lokale Währung wie, Brasilien oder Indonesien verdient haben, das dann letztendlich wieder in Dollar umzuverwandeln, damit sie über ein solides, wertbeständiges und überall einsetzbares Geld verfügen. Der Dollar war also das Geld, wenn man so will, der internationalen Firmenwelt. Und umgekehrt, das hieß für die Staaten, jeder Staat, der seiner lokalen Währung internationale Gültigkeit verschaffen wollte, musste dafür vorsorgen, dass er seine Währung gegebenenfalls in Dollar umwechseln kann und damit eben zeigen kann, jawohl, da kann man nicht nur bei mir was anstellen, sondern auch wo immer man will. Also, der Dollar ist weltweit als Verkörperung des Reichtums der Welt geschätzt worden, angewandt worden, vermehrt worden und vorgehalten worden. Und das hat letztendlich den amerikanischen Staat in die Lage versetzt, sich rücksichtslos zu verschulden, weil jede Welt hat ja den Dollar gebraucht. Die ganze Welt braucht den Dollar. Und daran, genau an diesem Verhältnis, daran hat sich Deutschland gemessen und gesagt, das soll unsere D-Mark auch leisten. Dazu ist aber Deutschland zu klein. Dazu brauchen wir als Deutschland die Potenzen, das, was in anderen Nationen an Geld verdient wird, als Unterfütterung eben eines gemeinsamen Kreditgeldes, eines gemeinsamen Geldes. Also, wenn wir in unserer Ankündigung geschrieben haben, das Konkurrenzprojekt Europa, als was buchstabiert sich das inzwischen? Die Vergemeinschaftung. Das buchstabiert sich so, dem Geld, das Geld zusammenschmeißen, ein gemeinsames Geld rausgeben und damit selber auf die Geldhoheit verzichten, um ihm einen Wirtschaftsraum zu eröffnen, der als Unterbau dafür fungiert, dass das Geld auf der ganzen Welt als Verkörperung von Reichtum, mit dem er was anstellen kann, benutzt wird. Das ist auch schön, wenn damals oder auch heute noch kommt es ab und zu, wird immer gesagt, Europa, das sind 500 Millionen Konsumenten. Ja, woran wird da gedacht? Ja, da wird an Amerika gedacht und inzwischen auch an China. Wir stellen eine ökonomische Wucht dar, weil bei uns, in unserem Block,
Da wirtschaften zwar nicht alle mit dem gleichen Geld, weil jeder Staat ist ja nicht in der Eurozone, aber umgekehrt, die ganze EU ist mehr oder weniger ein Beitrag dazu, als materieller Unterbau zu diesem Euro und seiner Vermehrung. Und man muss sagen, und deswegen habe ich das ausgeführt, dieses ambitionierte Projekt auf der allerobersten Ebene der ökonomischen Konkurrenz zwischen Staaten, nämlich auf der Ebene dessen, was nicht nur wie viel Reichtum man hat, sondern in welchem Geld sich der Reichtum der Nationen auf der ganzen Welt niederschlägt. Auf dieser Ebene hat Deutschland Europa als sein Projekt in Konkurrenz zu den USA veranschlagt. Darunter wollte es Deutschland nicht machen. Von wegen also friedlicher Handel mit allseitigem Nutzen, wo alle Nationen irgendwie und letztendlich profitieren. Bei Europa ging es darum, für Deutschland, der ökonomischen Übermacht Amerikas die Basis zu entziehen, indem sie selber sich zu einem potenten Konkurrenten von Amerika aufwachsen haben lassen wollen. Versuch das mal, also für mich geht das in eine völlig andere Richtung, mit der ich eigentlich hierher gekommen bin. Also für mich geht das in eine völlig andere Richtung, in der ich eigentlich hierher gekommen bin, so von der Denkrichtung her. Und zwar ist mir das viel zu geldlastig im Prinzip. Ich glaube, dass Geld natürlich auch eine Rolle spielt. Ich glaube auch, dass es eine Intention war. Aber ich glaube, dass Europa in seiner Grundmanifestation, in seinen Grundgedanken tatsächlich von den 6 Gründerstaaten, angefangen bei Montanunion, nämlich gesagt haben, so, wir haben 6 Länder mit einer mit gleicher Augenhöhe, mit gleichen Interessen. Und jetzt schlagen wir mal vor, wir machen ja was zusammen. Und da denke ich, das hat gut hingehauen mit 6 Leuten und da kommt man auch ganz gut aus. Das macht man ja auch im privaten Leben, dass man sich Gleichdenkende zusammenschließen gegen den Rest der Welt von mir aus. Oder gegen andere Gruppen. Wenn wir jetzt Europa rausnehmen und sagen, gegen Amerika, gegen einen Block wie China, gegen einen Block wie Russland, gegen einen Block, man weiß nicht, was noch aus Korea so kommt, da glaube ich, wir brauchen sowas wie Europa schon. Mir ist im Moment nicht ganz klar, ob ihr pro oder contra Europa seid. Ich glaube, dass das mit dem, so wie ihr das mit dem Geld hier aufzieht, zu kurz gesprungen ist, insbesondere dann, wenn man so Stichpunkte wie Globalisierung reinbringt, wenn man Stichpunkte reinbringt wie Börse und immer mehr Macht der Wirtschaft, das glaube ich, das ist Europa unabhängig, das wäre auch ohne Europa auf jeden Fall gekommen. Und da ist dann für mich die Frage, können wir als einzelne Staaten
als Bulgarien, als Deutschland, als Holland, den Holländern, den Amerikanern, den Chinesen, den Russen die Stirn bieten. Und da denke ich, das ist wichtig, dass man da diese gleichen Werte hat, wobei man heute leider so ein bisschen nochmal ein T und ein E dranhängen muss, weil jetzt mit der Flüchtlingskrise und vorher auch schon so ein bisschen mit den Griechenland- und Bankengeschichten, das ein bisschen auseinandergegriftet ist. Weil ich glaube nämlich, dass die 6 Staaten auf Augenhöhe immer mehr Staaten dazugenommen haben und dass es zwingend notwendig ist, dass Staaten wie Frankreich, wie Deutschland, wie die Benelux-Länder ein völlig anderes Interesse haben als Ungarn und Bulgarien und Polen zum Beispiel. Und da, glaube ich, hat man innerhalb der EU vergessen, die Spielregeln anzugleichen und sich diesen Differenzierungen zu stellen. Ich weiß jetzt gar nicht mal genau, wo Ihr Einspruch gegen die Ausführungen sind. Sie wollten vor allem wissen, wie wir zu Europa stehen. Und da möchte ich erstmal rückfragen. Sie sagen, naja, wir müssen ja Amerika, den Koreanern und den Chinesen die Stirn bieten. Da möchte ich mal fragen, wieso eigentlich? Wieso müssen wir, wie wir hier sitzen, den Chinesen, den Amerikanern und den Koreanern die Stirn bieten? Warum eigentlich? Ich glaube, dass jedes einzelne Land in sich zerrieben wird, einfach. Ja, das ging doch vorher auch, bevor wir ein Europa eingesetzt waren. Haben wir doch auch gelebt. Ja gut, dann müssen wir aber in der Konsequenz sagen, okay, damals hat aber auch jedes Land dann für sich sein Zeug gemacht. Genau. Und dann hat dann Bulgarien mit Bangladesch und sowas gemacht. Und die Holländer haben dann mit Russland was gemacht, hat jetzt alles nicht passiert. In Zeiten von Globalisierung und in Zeiten von Börsenhandel, wo innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Gelder hin und her verschoben werden, da denke ich, da brauchen wir einen großen Block. Wie wollen wir als Deutschland alleine was machen? Wir kriegen es ja jetzt alleine schon mit innerhalb der EU, dass wir, wenn der Herr Trump einmal hustet, dann zucken wir schon zusammen. Das hätte ich vor, sagen wir, 10 Jahren nicht für möglich gehalten. Weder dass er zuckt, noch dass der Präsident wählt, noch dass wir zucken würden, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also das ist eigentlich genau der Standpunkt, den ich am Anfang angreifen wollte, nämlich die unmittelbare Identifizierung mit Europa als, das ist doch die gute, geregelte Weltordnung. Jetzt lasse ich mal alles weg, was Sie sagen, was mit Bulgarien noch dazukommt. Es waren ja verschiedene Aspekte. Also ich beziehe mich auf Ihren Hauptgedanken, der heißt, man muss sich doch in der heutigen Welt zusammentun mit Nationen gleicher Werte, weil man sonst unter die Räder kommt, wenn wir denken an China, Trump, Russland. Genau die Parteilichkeit zu sagen, Europa ist doch eine Angelegenheit, da gibt es die schönen Regeln, gegen die muss man sich doch stellen. Warum? Denken Sie an, ja, außen sind lauter undemokratische Staatsgestalten, die alle was Schlechteres treiben als wir. Und da muss ich fragen, wo ist eigentlich die Überzeugung draus gespeist? Sie haben die Überzeugung. Die EU ist ein Rat gemeinsamer Werte. Ja, gut, unsere Werte sind schon mal nicht. Und jetzt war ja die Darlegung, was ist denn eigentlich der Inhalt von dem, was die EU auch schon in den Zeiten der Montanunion, da war überhaupt nichts anderes von dem Standpunkt, wir machen einen gemeinsamen Binnenmarkt, wir setzen die Konkurrenz frei, auch zwischen den Standorten. Und das ist es, was wo man sagen muss, da muss man sich zusammentun. Dafür sagen Sie, geben Sie sich als parteilicher Zustimmer her? Ich verstehe es nicht. Ich würde gerne nochmal an dieser Frage weitermachen. Ja? Wir müssen
den anderen die Stirn bieten. An dieser Frage nach dem Warum. Also als Antwort ist jetzt gekommen, also nicht nur, dass Deutschland immer identisch gesetzt wird mit den Leuten, die dort wohnen. Ja, das würde ich erstmal schon bestreiten wollen. Ja. Welchen Chinesen müssen ich eigentlich, welchen Amerikaner müssen ich oder irgendjemand, der in dem Land lebt und arbeitet, die Stirn bieten? Das müsste man erst einmal erklären. Und die Antwort von Ihnen war jetzt, ja, sonst wird man überrollt und so weiter und so fort und das Säme am Gras ist eigentlich bloß die Wiederholung dieser Selbstverständlichkeit, aber nicht, also, aber war jedenfalls insofern keine Anklage eines Grundes. Warum das eigentlich völlig klar ist, ja? Und ich finde auch, Sie sind sehr schnell von dem etwas inhaltsleeren Gedanken, der heißt, naja, die haben halt gesagt, machen wir mal was gemeinsam, welches was, keine Ahnung, mit Sex geht's ganz, ist ganz gut, ja? Das war Ihre erste Ausführung, wo man sich eher gefragt hat, woran Sie eigentlich denken bei dem was, ja? Und der zweite Satz war, weil dann können wir die anderen die Stirn bieten. Also dann ist man gleich bei einem Gegensatz. Also ganz schnell, der nächste, also im ersten Gedanken wird die Gemeinsamkeit noch gar nicht festgehalten, bloß auch wieder als Selbstverständlichkeit. Und im zweiten Satz ist man sich schon völlig klar darüber, dass man gegen jemanden antreten muss. Ja? Dass man einen Gegensatz gegen hat. Und ich habe den Vortrag so verstanden, dass er erläutern will, worin der eigentlich besteht. Ja? Und dass er dem Worin sich der besteht, dann auch der klar ist, warum er sich dem nicht einfach so selbstverständlich anschließen muss. Ja? Und ich will noch einen kleinen Zusatz machen, weil es hier einen kleinen Disput gegeben hat mit der Mitdiskutantin hier von vorhin auch, ja? Die gegen dieses, wir müssen uns zusammentun, um den anderen die Stirn zu bieten, quasi das Gegenwind entgegengehalten hat, das ich auch nicht so sehen würde. Nämlich, ja wieso denn, weil auch das Stichwort Globalisierung gefallen ist, früher ging es doch auch so, war doch auch nicht anders, ja? Also da muss ich auch sagen, erstens, das stimmt schon, dass es früher vielleicht nicht so war, aber da muss man sich halt überlegen, warum ist es denn so? Und vor allem soll man dieses für uns jetzt nicht das als das Positive festhalten, dass das viel besser war. Ja? Also ich will noch, muss jetzt noch einen Schritt dazu sagen, damit das einfach mal auch behandelt ist. Sie haben vorhin gesagt, mit dem Quellebeispiel, ja? Das geht mir immer noch ein bisschen im Kopf und da bin ich auch in der Hinsicht was rausgehen werde. Ja? Aber wie Sie gesagt haben, bei der Quelle, das ging es, also es war ein Beitrag von Ihnen zu diesem Beispiel. Ja, es gibt ja noch mehr Firmen, die kaputt gegangen sind. Ja, Konkurrenz. Mir geht es nicht um Quelle, nicht wegen Quelle. Zwei, ja. Das ist völlig klar, ein Beispiel war. Wir reden ja von Europa. Ich will aber nur von Deutschland reden. Aber in, also Sie haben gesagt, ja, und dann kamen die tolle Textilien aus Bulgarien und Rumänien. Und was machen die dann? Die lassen das sausen und gehen in ein anderes Land. Ja? Quasi, das ist doch in der Höhe. Ja, warum gehen sie in ein anderes Land? Das, warum? Warum? Sie gehen aus dem gleichen Grund, warum sie vorher bei Rumänien und Quelle produziert haben lassen. Verlassen Sie das und gehen in ein anderes Land, aus dem gleichen Grund, weil bei denen Tollheit... Weil sie gar keine Arbeit mehr haben, darum gehen sie weg. Nein, ich ja, meine doch jetzt die Quelle, als Unternehmen, die dort produzieren lassen. Ja. Eben, die sind die Entscheider, die sagen, wir produzieren da nicht mehr, aus irgendeinem Grund, ist jetzt mal völlig egal, oder einfach, weil sie einen permanenten Vergleich der Arbeitskräfte und ihrer Kosten machen. Sie haben überhaupt ursprünglich produzieren lassen dort, weil sie damit, weil es kostengünstig war. Dann gehen sie woanders hin, aus den gleichen Gründen.
Die gehen jetzt gar nicht mehr, weil Bälle gibt es ja auch nicht. Ja, das ist doch jetzt egal. Ich sehe das nicht egal. Das kommt natürlich alles auf das Prinzip an, ja. Und es ist immer der gleiche Grund und man soll. Wir brauchen uns nicht über Nationalstaaten und Nationalitäten, die jetzt in den Ländern wieder aufkommen, brauchen wir uns nicht aufgeben. Ich kriege mich ja auch gar nicht. Das ist ein Resultat davon. Für mich. Ich will das nochmal dann einen Gedanken zum Schluss haben. Man soll daraus nicht den Schluss ziehen, der eigene Staat würde versagen daran, dass er seine eigenen Arbeitskräfte schützt vor diesem Abhauen, weil, das weiß man ja auch, er gibt ja den Unternehmen die Freiheit und wenn er das macht, ja, das ist ja der Trump. Darf ich mal fragen, wie Sie arbeiten? Der Trump ist ja ein Beispiel dafür. Na, der Trump ist ein Beispiel dafür. Dann muss ich sich lohnen, ja, und dann ist man genau wieder bei der Konkurrenz um niedrige Löhne, die überhaupt der ganze Ausgangspunkt war. Ja? Also deswegen soll man nicht sagen, die sollen nicht in Afrika eine Firma hinstellen. Die werden zu viel verdienen. Wenn wir jetzt die Diskussion mal teilen, weil jetzt ist ja wieder zu zweiten was gesagt worden und jetzt erstmal noch dabei bleiben, habe ich das jetzt schon so verstanden, dass es keine gute Art ist, in der Form zu argumentieren und zu sagen, und dann gehen Sie von Rumänien nach Afrika, weil es geht nur ums Geld. Weil das ist nämlich nicht die Auskunft. Gucken wir mal uns an, um was es geht und dann erklären wir uns, warum die was tun und dann ist die Frage, ob wir eigentlich dahinter stehen und das teilen oder eine Kritik dran haben. Weil die große, darf ich einen Satz noch sagen, weil die große Falle da dran ist nämlich, warum auch die Sache kommt mit der großen Enttäuschung von Ihnen oder der Gedanke, das dürfte doch eigentlich nicht sein. Das geht immer so weiter. Und ja, normale Jürgen. Genau, das ist die Idee. Wir werden doch gar nicht mehr gefragt, da steckt die Idee mit drin. Eigentlich müssten wir doch hier gefragt werden und eigentlich ginge es doch hier nicht ums Geld. Sollte nicht ums Geld gehen. Und die, wenn ich die anderen Zuhörerinnen verstanden habe, wollte die nur sagen, das an dem festgestellten Befund, ja, das stimmt ja. Aber dass man denkt, wenn man ihn feststellt, auch ernst nehmen muss in einer Form. Und dann sagen muss, genau so wird kalkuliert. Aus dem Grund, warum Sie ehemals nach Rumänien... Angst, dass irgendwo mal was losgeht hier. Nicht hier in Deutschland. Woanders. Ja, das ist meine Angst. Das ist eine Kriegsangst. Es fahren amerikanische Konvois durch Deutschland. Weißt du, Frau Beine? Ja, Richtung Grenze, Polen. Ja, warum frage ich nicht? Weil die Angst haben, dass da Russland über die Grenze geht? Kriege ich so einen Hals. Ich weiß jetzt aber wirklich nicht, was das jetzt ist, ein ganz anderes Thema als die... Alles zusammen, ist alles, gehört alles irgendwo zusammen. Gut, aber das kann man nicht, alles zusammen wollen wir auch nicht, das taugt nämlich ganz sicher immer nichts, wenn wir alle, als wir wissen schon, das ist eine große Verschwörung, zusammenschmeißen. Zu dem Argument aber nochmal, ich finde, das hat eine Stärke zu sagen. Warum gehen Sie von Rumänien nach Afrika und wenn Sie in Afrika waren, dann gehen Sie noch woanders hin? Ja. Genau aus demselben Grund, warum Sie nach Rumänien gegangen sind. Das ist die Härte, weil es eine Kostenkalkulation ist. Eine Kalkulation damit, wie sind die Lohnkosten bestellt, wie sind die Kosten im Land. Punkt. Aber das hat doch in dem Sinne mit Europa nichts zu tun. Weil das hätten die Firmen sowieso bezahlt. Das machen die Firmen sowieso. Nee. Das ist verständlich. Man soll zu Westen Europa zeigen und auch, wenn jetzt angenommen, jedes Land wäre alleine und der was Herr... Was haben Sie denn verdient vorher? Der Quelle, was haben Sie denn vorher verdient, bevor die Europäische Union da noch nicht da war? Da war ich noch kleiner geworden. Was verdienen jetzt viele Leute hier? Ja, aber auch das hat für mich mehr mit Globalisierung und Börse zu tun, als mit dem Konstrukt Europa. Das gehört alles zusammen, man muss das alles in einem zusammenbringen. Nicht nur Europa und nicht nur Globalisierung, sondern... Ja, und das ist voneinander. Das sind wirklich... ein großes Thema mit vielen, vielen Baustellen. Und letztlich glaube ich dennoch, dass es gut ist, dass es sowas wie Europa gibt.
was ist denn gut? Was ist daran gut, dass sie überall in Euro zahlen können und dass sie überall über die Grenzen fahren und wir die Grenzen nicht mehr kontrollieren können? Das ist gut, ich finde es nicht gut. Aber jetzt lassen wir uns doch, das war ja auch die Frage, die ich vorhin schon mal angesprochen war. Warum ist es jetzt, warum meinen Sie jetzt, dass es gut ist? Warum? Weil wir haben jetzt schon zweimal gehört, schön, es ist eine gute Sache, warum? Ich glaube, dass es gut ist, einmal wegen der Reisefreiheit. Ich glaube, dass es gut ist, dass man in der Tat auf unserem Kontinent, dass da kein Krieg gegeneinander läuft. Also, ja. Ja, war doch stand auch in Jugoslawien. Ja, genau. Also, Jugoslawien waren wir mit drin im Krieg, ne? Ganz drauf, unsere Parteien waren mit drin. Man muss das jetzt mal ins Internet legen, das muss man ein bisschen umhorchen. Ja, und dann, jetzt, wenn man nach Jugoslawien oder nach Kroatien fährt, ja, wie nehmen dann die Leute da? Haben die das gleiche Geld wie wir? Nein, ich möchte mal umgekehrt argumentieren. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Dass wir es vergessen haben, in dem Moment, wo es nicht mehr auf Augenhöhe und mit gleichen Interessen geht, dann diese Spielregeln einfach zu verändern. Also, dass wir gesagt haben, nee, da komme ich rein. Idealisiert, dass da herkommt, wie Sie früher bei der Quelle, beim Schicketanz hier eine wunderbare Arbeit gehabt haben, wo die Leute in der Opferpfalz oder in der DDR oder sonst wo produziert haben. Ja, und, in der DDR produziert. Ja, und das war jetzt wunderbar, oder? Was finden Sie denn jetzt an der Opfer wunderbar? Nein, die weichen mehr aus. Das ist doch nicht genau. Ja, ich hatte meine Arbeit. Jetzt haben Sie keine Arbeit mehr. Das ist, geht Ihnen so wie verschiedene andere auch damals. Wenn das jetzt alles ein prinzipiell schlimmeres Verhältnis wäre, es war genauso schlimm damals wie jetzt, war immer, da ging es genauso ums Geld, da sind Leute auch rausgeschmissen worden, wenn die Produktion überflüssig war, sich nicht absetzen ließ und so weiter. So schnell wurde man nicht rausgeschmissen. Also wir können jetzt nicht immer zwei Diskussionen gleichzeitig machen. Werner wollte jetzt nochmal sich explizit auf das Thema beziehen, wo Sie schon jetzt wieder weggegangen sind. Die Sache mit dem, es ist doch gut, dass sich damals in der Montanunion die sechs zusammengetan haben und schlecht wurde es erst, als alle dabei waren. So. Nee, wollte ich nichts dazu. Wollt's nicht? Ich wollte dem Argument bei... es wird dann zwar wieder gesagt, es ist ja schon gesagt worden, dann sollen wir es nicht nochmal sagen, aber nochmal die Einstiegsargumente. Sie haben jetzt mit dem Frieden argumentiert und ich möchte erstmal darauf hinweisen, was das für ein verheerendes Urteil über Ihren Staat ist, wenn Sie ihn loben, dass er jetzt in einem Block drin steckt, wo er glatt 60 Jahre lang wegen der EU Frieden gehalten hat. Da unterstellen Sie bei Ihrem Staat lauter Gründe, auf andere Nationen loszugehen, weil sonst wird es kein Lob. Sonst kann man ihn nicht dafür loben. Mich kann man auch nicht dafür loben. Immerhin habe ich sie nicht geschlagen. Das ist absurd, so ein Lob. Da muss man mal sagen, was man da über mich sagt. Da würde ich, wenn mich so jemand lobt, würde ich sagen, oh, du hast aber eine schlechte Meinung von mir. Sie müssen mal überlegen, und auf der anderen Seite wundert es mich eigentlich nicht, wenn Sie gleich dabei sind, der Vorteil an der Europäischen Union ist immerhin, dass man anderen die Stirn bieten kann. Da unterstellen Sie schon eine ganze Welt voller Gegensätze. Ja. Die unterstellen Sie. Aber nicht... Wir haben aber in der Tat die gegensätzlichen Blöcke haben wir doch. Wir haben auf der einen Seite die Amerikaner, wir haben die Chinesen, vorhin die alle aufgezählten. So, und dann haben wir jedes einzelne Land in Europa. Oder aber man macht einen Zusammenschluss und sagt, wir treten zusammen auf. Sehen Sie, was Sie unterstellen nicht nur die Gegensätze, sondern sie teilen sie auch. Ja. Sie machen sich zu einem Menschen, der das versteht und sagt, ja, genau, müssen wir stellen. Ich komme. Das heißt vielleicht Krieg.
Ne? Nein, ja, also Stirnbieten meine ich natürlich auch fiskal und meine ich natürlich. Ja, eben, genau, von da bis Z, genau. Vom Wirtschafts- und Grenzschaftliche. Ja. Nein, und Sie missverstehen die Gegensätze, das möchte ich Ihnen vorwerfen. Weil Sie denken, mit Europa wären die Gegensätze weg. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Dann müssten Sie schon mal die Schlüsse angreifen, die gesagt haben, nein, nein, gerade durch Europa, dass Sie Ihre Potenzen wirklich vergemeinschaften. Erschaffen Sie lauter Widersprüche, dass Sie, die europäischen Staaten jetzt, und da rede ich jetzt nicht von China oder den USA, dass Sie selber gegeneinander aufbringt, weil Sie Abhängigkeiten eingehen, die Sie schlecht aushalten. Das ist das eine ja, Argument. Das und das Moment, das noch einen Satz. Das doch im Privatleben oder von mir aus im Berufsleben auch. Nein, wir reden nicht über das Privatleben, so. Da ist das was ganz anderes als die Sache. Ein zweites Argument noch dazu. Ökonomische Gegensätze wegen der Konkurrenz ums Geld innerhalb von Europa. Das ist eine Sache, die sollten Sie mal zur Kenntnis nehmen. Und zweitens, wenn Sie so einfach sagen, wir stehen in einer Welt, wo andere uns immer entgegenstehen, ist es die Unterstellung, die Sie sagen, unsere, also die Welt von Europa ist besser, die andere ist schlecht. Jetzt dieses Konkurrenzprojekt Europa mit, deshalb ist so viel Gewicht auch auf den Euro gelegt worden, ist offensiv darauf angelegt, genau die Finanzmacht und die Potenz, die der Dollar Amerika einspielt, anzugreifen und die Potenz für Europa zu gewinnen, um sie natürlich als Hebel für den europäischen Reichtum und gegen den Reichtum von anderen einzusetzen. Also das nur zu dem, die anderen sind immer diejenigen, die uns Schwierigkeiten bereiten. Und mit ihrer Globalisierung, da muss man schon sagen, da ist Europa ein ganz maßgebliches Subjekt gewesen von dem Vorantreiben der weltweiten globalen Konkurrenz und ein Konkurrent, der sich danach trachtet, sich so stark zu machen, dass er die Welt dominieren kann. Also zunächst einmal, ich rede nicht von, dass Sie alle gut oder böse sind oder dass ich gut oder böse bin, sondern wir sind einfach anders. Wir haben andere Interessen und die müssen in irgendeiner Form wahrgenommen werden. So, und das kann ich doch in einer solchen Gemeinschaft viel, viel besser tun, als dass jeder für sich selber da was tut. Aber was ist denn das gemeinsame Interesse, das du mal damit hast, dass der Euro eine Weltreservewährung wird? Was ist denn da der Konnex zu dir? Was ist denn der Konnex zwischen dir und das gemeinsame Interesse von dir und einem Staatenbund, der sich zusammenschließt, um eine Weltreservewährung zu erschaffen, um den Dollar eine Konkurrenzwährung aufzumachen? Was ist denn da die Identität zwischen dir und den europäischen Staaten? Was hast denn du damit zu tun? Du schließt dich da einfach so zusammen, wir haben so Anliegen gemeinsam. Ich glaube, ich bin laut genug, oder? Wir schließen. Ich bin kein Wirtschafter, deswegen ist das auch nicht schwierig für mich. So, aber ich glaube, für mich ist es, sagen wir mal, auf niedrigem Level einsehbar, dass ich ein Konstrukt wie Euro gegenüber Yen, Renminbi und die von mir aus auch den Rubel und besser durchsetzen kann als die kleinen einzelnen Währungen wie Lira, Schilling und wie sie alle heißen. Da ja, hinten wollte jetzt, warte mal, da wollte noch ja, jemand sich angeschaut. Ja, und zwar das Folgende, weil Sie gesagt haben, naja, wir haben eben andere Interessen, das wollte ich jetzt mal korrigieren. Ja. Nicht, weil wir andere Interessen oder weil Deutschland oder die EU andere Interessen hat, sondern weil sie die gleichen Interessen haben. Deswegen prallen sie aufeinander, weil sie ums Gleiche konkurrieren. Wenn man nämlich nicht ums Gleiche konkurriert, nämlich den Reichtum, der auf dieser Welt produziert wird, auf sich zu ziehen, dann kommt man sich nämlich nicht in die Quere. Richtig. So, und wenn man dann sagt, insofern ist es selbstverständlich, dass wir denen die Stirn bieten muss. Ja? Also wenn wir jetzt auf der Ebene sind, sind gleiche Interessen. Da frage ich eigentlich, warum? Warum ist man dann für die eine Seite und gegen die andere? Wenn es doch beiden um das Gleiche geht,
dann macht das gar keinen Sinn. Warum sagt man nicht, na und ich bin für die amerikanische Seite, ich bin dafür, dass die Chinesen sich durchsetzen. Ich bin dafür, dass die, was weiß ich, wer sich durchsetzt. Warum ausgerechnet Deutschland zusammen mit den anderen Europäern? Offenbar nur, weil man über dem, dass man der deutschen Staatsgewalt unterliegt und nicht der amerikanischen, gleich eine richtige Zugehörigkeit, eine selbstverständliche Zugehörigkeit daraus zieht. Und das sollte man lieber nicht. Gerade wenn es ums Gleiche geht und worin das Gleiche besteht und wovon es lebt, das war ja ausgeführt zu der Konkurrenz der EU. Deswegen wurde ja so lange über die ökonomische Konkurrenz in Europa und so lange, wenn man so will, über den Euro geredet, wo sie gesagt haben, das ist doch mehr so Börsen und so ein Zeug. Und das ist doch eher nebensächlich. Deswegen, weil wenn man schon feststellt, da kommen sich Interessen in die Quere, weil sie das Gleiche wollen. Die konkurrieren um das Gleiche. Da muss man sich doch mal um den Inhalt kümmern, worum die konkurrieren. Und nicht gleich sagen, ach, das kenne ich von daheim auch. Vom Fußballspiel, mein Kumpel, der ist für einen Erfolg von einer anderen Mannschaft und es ist ungefähr das Gleiche. Stimmt halt nicht. Ist halt was anders. Ist halt was anders, wenn es darum geht. Und immerhin muss man sagen, beim einen, da redet man nur über das Fußballspielen, da ist es wirklich wurscht, wenn ein Tor schießt und gut. Ist egal. Beim anderen redet man immerhin über den, dass hier der Reichtum, von dem die Leute leben, wie der produziert wird und wofür er gut ist. Und zwar nicht dafür, dass Leute gut davon leben. Sondern erstens, dass sich da Unternehmer dran bereichern und zweitens, dass er die Staaten mit einer Macht ausstattet, die sie zu ökonomisch erfolgreichen Gebilden machen und umgekehrt dazu anderen Staaten die Bedingungen dessen, wie sie zu wirtschaften haben, vorschreiben zu können. Das ist der Inhalt dieser Konkurrenz. Und das mit einem Fußballspiel zu vergleichen, das ist nicht zielführend. Ja, aber ich habe mir jetzt halt was ausgedacht, wo sie gesagt hat, das kennt man doch von sich. Ja, ich gehe doch beruflich oder in meiner Hausgemeinschaft, stecke ich mich doch mit Leuten zusammen, die ungefähr meine Wellenlänge haben, die ungefähr meine Interessen haben. So, dann bin ich genau mit den drei und mit den vieren zusammen. Und der Rest bleibt erstmal aus. Die tun sich dann in anderen Ecken zusammen. So. Und das hat mit Europa nichts zu tun. Das hat mit Europa nichts zu tun. Das was Sie sagten, was halt die Ausbeutung und die Verlierer und weiß nicht was, das hat doch mit Europa nichts zu tun, mit dem ersten Ansatz, sondern das hat damit zu tun, dass die Wirtschaft sich einfach zusammengeschlossen hat und wer das billigste macht, die Teilnehmerin hat es ja gesagt, wer es am billigsten macht, der kriegt es. So, und ob das jetzt gut ist oder nicht, darüber kann man sich selbstverständlich unterhalten. Aber ich verstehe nicht, warum man deswegen gegen Europa sein muss. Ich verstehe Ihr Argument jetzt überhaupt nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt mit dem Satz, dass der Zusammenschluss von Europa nichts mit Gewinner und Verlierer zu tun hat. Der ursprüngliche, wo Sie sagen, die sechs Gleichen. Die das, hat sich, das wäre doch sonst auch gekommen. Was wäre sonst auch gekommen? Die Firmenzusammenschlüsse, dann, dass die einzelnen Länder, sagen wir Deutschland und Frankreich, dass sie Bulgarien gar nicht erst rüberkommen haben oder erst hätten hochkommen lassen, dann
das, was wir unter Globalisierung verstehen, das wäre doch auch gekommen, Europa hin oder Europa her. Jetzt wollen wir sagen, was soll denn das heißen? Es wäre gekommen. Die Globalisierung ist doch nicht sowas wie ein Schicksalsschlag, der von außen auf die Welt zustürzt und dann stehen wir da und sagen, was machen wir? Also das Wir von mir war jetzt falsch, weil wir sind es ja eh nicht. Aber die Regierungschefs, die Globalisierung ist doch in die Welt gekommen auf Betreiben der Staatenlenker, wegen dem die ganze Welt soll sich dem freien Handel und dem freien Kapitalverkehr öffnen und unterordnen. Und da war Europa überhaupt ein großer Protagonist und ein Subjekt von dem Vorantreiben der Globalisierung. Ja, das auch nochmal zu Ihrem Argument, noch einen Satz. Und das hätte sonst jedes einzelne Land für sich genauso gemacht. Noch einen Satz dazu, was Sie vorhin gesagt haben, und wir sind doch gemeinsam. Nach der einen Seite ist zu den Gegensätzen zur Ökonomie des Geldes ja schon was gesagt worden. Zum Zweiten, wenn man an sowas denkt wie, jetzt ist doch Trump in der Welt und der gefährdet doch die gute regelbasierte Weltordnung, für die Europa steht. Die nicht nationalistische, die nicht egoistische Weltordnung, wie jetzt geredet wird. Da muss man vielleicht schon dazu sagen, genau diese Zeit der Globalisierung, die regelbasierte Weltordnung der letzten 50 Jahre, ist doch genau dasjenige, womit großer Federführung der Europäischen Union auf der ganzen Welt die Rechnungsweise ums Geld und die freie Konkurrenz der Unternehmen durchgesetzt wurde. Und selbstverständlich zu dem Zweck, dass Europa das seinen Vorteil einführt. Und zwar den Vorteil einführt auf Kosten anderer. Also das nochmal nur zu dem Inhalt, wenn man sagt, wir haben doch die schönen gemeinsamen Werte, wir stehen doch für die Weltordnung, die sich Regeln unterwirft und nicht für den nationalen Egoismus. Da muss man sich schon den Inhalt der Regeln angucken. Und da kommt was anderes raus als, das ist doch ein schönes Freundschaftswerk. Ja, und vor allem eine Sache auch noch, den Vergleich, den Sie vorher gemacht haben mit der WG. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil was ist denn eigentlich die Identität von, ja, ein paar Leute tun sich zusammen und einigen sich darauf, ja, wir halten es eher ordentlich bei uns. Bei uns wird so abgewaschen. Was hat es damit zu tun mit Staaten, die so Anliegen haben wie, wir müssen unser Wirtschaftswachstum stärken und da ist der Chinese eine Riesenbedrohung für, weil der schmeißt uns mit seiner Technologie, mit der mittlerweile Technologienation, schmeißt er uns unsere Multis vom Markt. Oder mit so Anliegen wie, wir müssen eine gemeinsame Sicherheitsunion schaffen, wo wir gemeinsam koordinierte Militärinterventionen starten können. Was hat denn das überhaupt mehr zu tun mit einer WG? Ich bin eigentlich dafür, dass man die Kindergartenvergleiche aus dem Verkehr zieht, auch wenn ihr jetzt sagt, ich bin bescheuert, aber das ist doch so absurd. Ein Staatenbund und ein Staatenvertrag ist keine Hausgemeinschaft. Wenn wir drüber weiterreden, dann wegen mir über das, was immer behauptet wird, das wäre das schöne Miteinander gewesen in der ehemaligen Montanunion. Und lass mal diese lächerlichen Vergleiche. Ich möchte nämlich nochmal Ihr Argument angreifen. Das wäre doch alles. Also die Globalisierung wäre doch gekommen, die Zusammenschlüsse von Firmen wären gekommen und so weiter. Das leuchtet mir aus folgendem Grund nicht ein, weil Sie nehmen Globalisierung als ein subjektloses Prinzip, lassen da einfach mal kurz die Betreiber weg und denken, naja, da wird was halt freigesetzt, Konkurrenz wird freigesetzt. Wer das macht, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Wäre auch gekommen. Ja? Ist Ihr Gedanke. Tun gar nicht den Inhalt dieses Prinzips, weil da würde man sehr schnell drauf kommen, ja, von was werden die denn eigentlich freigesetzt? Ja, von, dass die Nationen als Kriterium dessen, ob die rein dürfen, sich bei ihnen anlegen dürfen, ob sie raus dürfen, sich woanders anlegen dürfen, ihre nationalen Kriterien geltend machen, vor aller Freiheit der Unternehmerschaft. Würde man sofort wieder auf die Subjekte kommen. Aber die lassen sie einfach weg, nehmen es als, wie gesagt, als ein leeres Prinzip und können dann, und das verstehe ich auch total, können dann gar nicht mehr verstehen, was das mit der EU zu tun hat. Ja, Sie haben ja den maßgeblichen Inhalt rausgelassen. Da wundert es mich nicht, dass Sie dann nicht mehr erkennen, was das Freisetzung der Konkurrenz überhaupt mit der EU zu tun hat.
Ja, weil wenn man sich erstmal die Subjekte wegdenkt, die das machen, dann auch gar nicht, auch so könnte man mal überlegen, ja, irgendwie ist es ja auch so ein großer Wert hier in Europa, Freizügigkeit, nicht nur der Arbeitskräfte, sondern auch der Unternehmer, der Anlageentscheidungen. So ein großer Wert. Ja, wenn es das ohnehin gäbe, wenn es dazu die EU nicht braucht, können wir auch mal umgekehrt sagen, warum ist es denn so ein großer Wert in der EU? Wer hätte die Firmen oder die Banken gehindert, zu sagen, so, wir steigen jetzt weltumfassend ein? Ja, in den anderen Staaten natürlich, weil das doch erstmal ein Resultat von internationalen Vereinbarungen ist, wenn man fremde Firmen ins Land lässt und Banken. Und der Trump macht es doch vor, wer da einen hindert. Der sagt, nichts Iran anlegen. Das gilt nicht nur für amerikanische Firmen, sondern wenn sich da eine deutsche Firma, und die wird auch noch von der Bank kreditiert, die braucht sich in Amerika nicht mehr sehen zu lassen. Dafür sorge ich. Ja gut, aber da kann Bulgarien als kleines Land sich noch weniger gegen wehren als innerhalb der EU. Das kann sich auch in der EU nicht wehren. Nein. Aber auch mal alleine schon gleich zweimal nicht. Nein, eben. Und deswegen ist es ganz interessant. Wissen Sie, das Problem ist, wenn Sie jetzt sagen, und da kann sich ein kleines Land schon gar nicht wehren. Da haben Sie ja recht, ein Staatenbund zusammen ist mächtiger als eine einzelne Nation. Aber da stellen Sie sich sofort so parteilich dahinter und sagen, ja, und es ist doch gut, dass die zusammen gegen den Trump vorgehen. Aber mal die Frage, mit was gehen denn die vor und was ist denn der Inhalt von dem, was die EU treibt? Soll man sich da einfach so parteiisch dahinter stellen und sagen, das ist was ganz was anderes, was der Trump macht, da bin ich dafür. Und sage, ist doch hallo, gut, wenn sie Freunde haben und damit eine größere Kampfkraft. Und dann kommt bei ihnen die große Leerstelle, außer diejenige, es ist doch wie bei Freunden, wenn man das Gleiche will. Ja, dann ist die Frage, was ist das Gleiche? Und dazu haben wir vorhin ja schon alles gesagt. Und wenn sich als Gleiches sowas rausstellt, wie eine freigesetzte Konkurrenz, für die wir eingespannt werden, nee, also da muss ich sagen, das Projekt hat für mich nichts Sympathisches. Dann hat man sich einfach mal ausgetauscht und die Welt sind offen. Ja, wir können jetzt noch ein bisschen hin und her reden. Nein, ich würde auch sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss. Ich deute noch an, nur in einem Satz, also versprochen. Nämlich, bisher haben wir gehabt, Amerika ist die negative Grundlage von Europa. Nämlich zusammentun, um gegen Amerika konkurrieren zu können, auf gleicher Ebene. In einem zweiten Teil will ich zeigen, Amerika ist die positive Grundlage. Amerika ist überhaupt das, was den europäischen Frieden gestiftet hat. Und das als Rätsel. Das soll Donnerstag in einer Woche, 19.30 Uhr. Heute in einer Woche, 19.30 Uhr, Nachbarschaftshaus Gostenhofen, großen Saal. Soll das erläutert werden. Und im Übrigen, da kann man dann auch Debatten von heute nochmal in Ruhe führen.